Dasei, ein melancholischer Autor, wird unerwartet in eine andere Welt transportiert. In dieser neuen Fantasy-Umgebung, die an ein Videospiel erinnert, trifft er auf bezaubernde Mädchen und erlebt zahlreiche Abenteuer. Doch Dasei hat nur ein Ziel, den perfekten Ort zum Sterben zu finden. Trotz seiner Todessehnsucht und den vielen Gefahren, denen er sich aussetzt, scheint das Schicksal andere Pläne für ihn zu haben. Immer wieder entkommt er dem Tod und findet sich in neuen skurrilen Situationen wieder. No Longer Allowed in Another World ist eine düster-komische Reise durch eine fremde Welt, in der ein unglücklicher Held widerwillig zum Abenteurer wird. Doch wird Dasei jemals den Frieden finden, den er sucht, oder wird er weiterhin von einem Abenteuer ins nächste stolpern? Dasei ist ein deprimierter Mann mittleren Alters, der im Leben nichts mehr zu erwarten hat. Also gibt er auf und beschließt, alles zu beenden. An einem kalten, regnerischen Tag gehen Dasei und seine Geliebte ohne Regenschirm spazieren, bis sie an einer Lichtung eines reißenden Flusses ankommen. Das ist genau das, worauf Dasei gehofft hat. Denn der Regen hat den Fluss so stark gemacht, dass er einen Menschen mitreißen kann. Und in diesem Moment möchte er dieser Mensch sein. Er und Sachan sind heute hierher gekommen, weil sie diese Welt satt haben und vorhaben, sich selbst zu isekain, indem sie gemeinsam in Flusskun ertrinken. Auf diese Weise können sie ihr Versprechen einlösen, immer zusammen zu sein. Und bevor sie ins Wasser springen, verbinden sie ihre Arme in Solidarität. Aber wir alle wissen, es gibt nur einen wahren König des Isekai und der lässt sich seinen Job nicht stehlen. Obwohl sie sich mitten im Wald befinden, taucht Rakun aus dem Nichts auf, um sie zu erledigen, bevor Flusskun es tut, auch wenn das nicht wirklich viel Sinn ergibt. Im nächsten Moment wacht Dasei in einer Kathedrale auf und als er aufsteht, ist er sehr verwirrt von allem, was er um sich herum sieht. Aber er nimmt einfach an, dass dies die Welt sein muss, in der die Menschen nach ihrem Tod geschickt werden. Der Stil ist anders, als er es gewohnt ist, aber er wird sich schon daran gewöhnen. In diesem Moment ruft eine Stimme nach ihm und erklärt Dasei, dass er als Held dieser Welt herbeigerufen wurde. Die Frau heißt Annette und sagt, sie habe die Aufgabe, diejenigen zu führen, die hierher kommen. Um ihm zu beweisen, dass es sich tatsächlich um eine andere Welt handelt, weist sie ihn an, aus diesem Fenster zu schauen, wo ein Drache und verschiedene andere Fabelwesen zu sehen sind, die in der Welt von Zauberg umherstreifen. Sie erklärt Dasei, dass er dazu bestimmt ist, der Held dieser Welt zu werden und das Licht wiederherzustellen. Aber er scheint darüber nicht sehr glücklich zu sein. Er wollte nur eines, nämlich an der Seite seiner geliebten Sachan sterben. Aber nicht nur, dass er stattdessen in einem Fantasy-Abenteuer gelandet ist, Sachan ist nicht einmal hier bei ihm. Und so hat er das Gefühl, dass er sein Versprechen, mit ihr zu sterben, gebrochen hat. Das bedeutet, dass er es noch einmal mit dem Sterben versuchen muss. Also schluckt Dasei eine ganze Packung Pillen und wartet geduldig auf die süße Umarmung des Todes durch Überdosis. Annette flippt aus, nachdem sie gesehen hat, wie Dasei sich vergiftet hat und beginnt sofort, seinen Körper mit Hilfe von Magie zu entgiften. Aber als Dasei wieder zu sich kommt, sagt er ihr, sie solle aufhören, ihn zu retten, denn das sei wirklich lästig. Sie hört nicht auf ihn und fordert Dasei auf, aufzustehen, damit er seine Mission als Retter dieser Welt erfüllen kann. Doch Dasei will nicht einmal sich selbst retten, geschweige denn eine zufällige Welt, in der er gerade gelandet ist. Er hat nie darum gebeten, hier zu landen, aber das überrascht Annette und so fragt sie ihn, ob er zufällig von einem Lastwagen überfahren wurde. Dasei erinnert sich an eine kurze Begegnung mit einem Lastwagen, woraufhin Annette erklärt, dass sie Lastwagenbesatzungen angeheuert hat, um die Leute hier zu isekain, als Teil ihres Serviceangebots. Die Funktionsweise ist einfach. Rakun findet jemanden, der deprimiert oder mit seinem Leben zutiefst unglücklich ist, weshalb er normalerweise vor League of Legends Turnieren kampiert. Aber nachdem er sein Ziel überfahren hat, werden sie in diese Welt geschickt und erhalten eine zweite Chance, ein glückliches Leben zu führen und am Ende geht es ihnen normalerweise besser. Die Tatsache, dass Dasei überfahren wurde, bedeutet, dass er mit seinem Leben wirklich unglücklich gewesen sein muss. Also sieht sie nicht ein, warum er sich nicht über eine zweite Chance freuen sollte. Sie mag zwar recht haben, dass Daseis altes Leben unglücklich war, aber das bedeutet nicht, dass er in dieser Welt glücklicher sein wird. Er ist sogar ziemlich sauer, dass Annette und ihr Isekai-Dienst das ruiniert haben, was eigentlich der perfekte Abschluss seiner Geschichte sein sollte. Alles, was er wollte, war, die letzten Momente seines Lebens mit seiner Geliebten zu verbringen, aber sie musste gehen und ihm das verderben. Annette kann nicht glauben, dass Dasei so wütend auf sie ist, aber sie macht sich keine Sorgen, denn er wird seine Meinung sicher ändern, sobald er seine fantastischen Statistiken sieht. Als sie jedoch das Statistikfenster öffnet, stellt sie schockiert fest, dass Dasei über abgrundtief niedrige Gesundheit und Mana verfügt.
Seine Gesundheit ist legit so niedrig, dass er in seinem jetzigen Zustand wahrscheinlich an einer steifen Brise sterben würde. Annette weigert sich zu glauben, dass Dasei so schwach ist, also prüft sie, ob er irgendeine Art übermächtige Fähigkeit hat, um seine schwachen Werte auszugleichen. Aber als sie sein Fähigkeitsfenster öffnet, stellt sie fest, dass Dasei außer Depressionsstufe 5 überhaupt keine Fähigkeiten hat. Dasei ist im Grunde eine Glaskanone, nur ohne Kanonenkugel. Und Annette weiß nicht, was sie mit ihm machen soll, da so etwas noch nie zuvor passiert ist. Dasei beschließt, die Kathedrale zu verlassen, da es hier nichts mehr für ihn gibt. Aber Annette hat das Bedürfnis, ihren Fehler wieder gut zu machen. Also ergreift sie Daseis Hand und entschuldigt sich dafür, dass sie ihn in diese Welt gebracht hat, da er nicht hierher kommen sollte. Leider hat sie nicht die Macht, ihn zurück auf die Erde zu schicken. Aber sie kann ihn auch nicht alleine gehen und leben lassen, da er mit seinen derzeitigen Werten keine 10 Minuten draußen überleben würde. Dasei ist nicht überrascht, als er erfährt, dass er unglaublich schwach ist. Denn egal wo er hingeht, er ist immer ein Versager. Annette entschuldigt sich noch einmal für ihren Fehler und bittet Dasei, vorerst in der Kathedrale zu bleiben, da es für ihn nicht sicher ist, nach draußen zu gehen. Bei seinen derzeitigen Werten würde er nur von einem Drachen oder ähnlichem geschnappt werden. Also denkt sie, dass es in seinem besten Interesse ist, zu warten, bevor er etwas Gefährliches tut. Dasei dankt ihr, dass sie sich um ihn sorgt, aber er sagt, ihre Sorge sei nicht nötig, da er nur einen Platz zum Sterben suche. Als Annette ihn das sagen hört, denkt sie, dass er vielleicht doch anders ist als die anderen. Als sie diesen Job zum ersten Mal annahm, war sie wirklich begeistert, die herbeigerufenen Helden auf ihren Reisen zu begleiten. Aber da die meisten von ihnen depressive League-Spieler waren, waren sie so nervig, dass sie ihren Job schließlich hasste. Ihre Aufgaben können im Grunde genommen darin bestehen, die Helden mit ihrem Ego zu streicheln, um sie dazu zu bringen, die Mission zu akzeptieren, aber bei Dasei ist das anders. Als er gerade gehen will, lässt Annette ihren Stab fallen und läuft Dasei hinterher. Sie bittet ihn, sich wenigstens für einen Beruf zu entscheiden, bevor er geht, aber Dasei dreht sich zu ihr um und sagt, dass das nicht nötig sei, da er der geborene Schriftsteller sei und das sei alles, was er je sein werde. Damit schließt er die Tür hinter sich und verabschiedet sich von Annette. Als Dasei weg ist, fällt Annette auf den Boden und denkt darüber nach, dass Dasei genau die Art von Mensch ist, auf die sie gewartet hat. In der Zwischenzeit hat Dasei es zu einer Ebene draußen geschafft und versucht, sich von einem Schild den Weg weisen zu lassen. Aber er versteht kein einziges Wort davon, also schluckt er einfach weiter seine Pillen. In diesem Moment hört er eine Stimme, die ihm sagt, dass er soeben einen Orientierungspunkt entdeckt hat, was ihm 5 Erfahrungspunkte einbringt. Vielleicht ist er einfach nur high von den Pillen, aber er könnte schwören, dass dieses Geräusch gerade aus seinem Kopf kam. Und es tut wirklich weh, da er an Migräne leidet, also versucht er es abzustellen. Da er nun aber auf Stufe 2 aufgestiegen ist, ertönt in seinem Kopf Feiermusik und die daraus resultierende Migräne lässt ihn noch mehr sterben wollen. In diesem Moment hört er, wie ein Mädchen in der Nähe um Hilfe schreit. Er dreht sich um und sieht, wie das Mädchen von einem Todesbaum angegriffen wird. Sie bemerkt Dasei und bittet ihn, ihr zu helfen, da sie von dem Baum getötet wird, wenn sie nicht bald entkommt. Und der Baum scheint sie mit jeder Sekunde mehr in seine Äste zu hüllen. Dasei steht nur da, während der Baum das Mädchen streichelt und er scheint das Schauspiel zu genießen. So sehr, dass er sie fragt, ob sie einverstanden ist, dass er später einen Roman darüber schreibt. Aber das Mädchen interessiert sich nicht für Romane und will nur, dass Dasei sie endlich rettet. Dasei gibt sein Bestes, aber er kann sie nicht erreichen und gibt auf. Also packt ihn der Baum am Hals und hängt ihn neben dem Mädchen auf. Er kann nichts mehr dagegen tun, also stellt sich Dasei dem Mädchen vor, während er hängt und sagt, dass sie wahrscheinlich nicht mehr lange leben werden. Das Mädchen macht Dasei für ihre missliche Lage verantwortlich, da er nichts tun konnte, um den Todesbaum aufzuhalten. Und jetzt, wo sie gefangen sind, wird der Todesbaum mit seiner Saugfähigkeit alle Nährstoffe aus ihren Körpern saugen, sodass sie in den nächsten Minuten garantiert tot sein werden. Dasei sagt, er sei froh, das zu hören, aber das macht dem Mädchen Angst, denn welcher Verrückte würde sterben wollen, indem er ausgesaugt wird. Als Dasei sich schwach fühlt, sieht er aus, als würde er gleich platzen, bevor er plötzlich umkippt. Das Mädchen gerät in Panik und denkt, dass Dasei tatsächlich gestorben ist. Aber kurz darauf beginnt der Ast, der Dasei erwürgt hat, zu verdorren und der Todesbaum wird dadurch schließlich zerstört. Das Mädchen und Dasei werden befreit, als sich der Baum auflöst, aber Dasei ist enttäuscht, dass er nicht wieder gestorben ist. Dank seines unbeabsichtigten Sieges steigt Dasei wieder auf und das Mädchen ist verwirrt und erstaunt, weil sie glaubt, dass Dasei den Todesbaum absichtlich sterben ließ, indem er das Gift in seinem Körper absorbierte. Aber sie findet es auch seltsam, dass Dasei
sich selbst vergiften würde. Sie dankt Dasei, dass er sie gerettet hat und entschuldigt sich dafür, dass sie ihn vorhin nutzlos genannt hat, aber er glaubt nicht, dass er etwas Besonderes getan hat. Er hat es nur geschafft, nicht zu sterben und darüber ist er nicht im geringsten glücklich. Das Mädchen versteht nicht, warum Dasei deprimiert ist, aber er hat ihr das Leben gerettet und deshalb möchte sie ihm aufrichtig danken. Plötzlich hat sie eine Idee und lädt Dasei zu sich nach Hause ein, damit sie ihre Dankbarkeit angemessen zum Ausdruck bringen kann. Dasei hat nichts dagegen und als das Mädchen ihm die Hand reicht und fragt, wie sie ihn nennen soll, sagt er, sie könne ihn Sensei nennen. Als er ihre Hand ergreift, wird er jedoch an Sachan erinnert und das bringt ihn dazu, sich zu fragen, ob sie vielleicht auch in dieser Welt gelandet ist. Und wenn das der Fall ist, kann er vielleicht seine Liebe finden und wieder mit ihr zusammenkommen. Er hat endlich einen Grund gefunden, in dieser Welt am Leben zu bleiben. Also wird er dafür sorgen, dass er Sachan findet, egal wo sie sich auf der Welt befindet. Und wenn er sie findet, können sie endlich gemeinsam sterben. Seine Motive mögen fragwürdig sein, aber zumindest versucht er nicht mehr aktiv zu sterben. Da er keine Ahnung hat, wo er überhaupt anfangen soll zu suchen, macht er sich auf den Weg zurück zu Annettes Kathedrale. Und Annette ist überglücklich, dass er sich entschlossen hat, zu ihr zurückzukommen, damit sie endlich ihren Schuss abgeben kann. Als jedoch das Katzenmädchen hinter Sensei auftaucht, erstarrte Annette vor Schreck, denn sie hätte nicht gedacht, dass Sensei so schnell eine Frau finden würde, nachdem er zum ersten Mal nach draußen gegangen ist. Er sagt, er habe eine Frage an Annette und sie macht sich bereit, weil sie denkt, er wolle sie etwas über sie fragen. Aber Sensei sagt, er wolle ein Mädchen namens Sachan finden und er habe gehofft, Annette könne etwas darüber wissen. Annette ist enttäuscht, dass Sensei nach einer anderen Frau fragt, aber sie hat keinen guten Hinweis darauf, wo sich Sachan aufhalten könnte. Also fängt Sensei wieder von vorne an. Da er nirgendwo hin kann, folgt er dem Katzenmädchen zu ihrem Haus. Das Katzenmädchen sagt Sensei, er solle sich aufmuntern, da er noch viel Zeit habe, Sachan zu finden. Aber da ihr Haus immer noch ziemlich weit weg ist, schlägt sie vor, dass sie in der Burgstadt Vrat Halt machen, um eine Pause einzulegen. Sie hält dann seine Hand, um ihn dort zurückzulassen. Aber Annette ist aus irgendeinem Grund auch hier und sie wird ein solch unheiliges Verhalten nicht dulden, während sie in der Öffentlichkeit unterwegs sind. Das Katzenmädchen schreit Annette an, weil sie ihre Hand wegen etwas so Trivialem wie Händchenhalten geschlagen hat. Und wenn sie schon dabei ist, sie anzuschreien, fragt sie sich, warum Annette überhaupt hier ist. Denn es ist nicht normal, dass eine Geistliche das Bedürfnis hat, ihren Posten zu verlassen und den Leuten bis hierher zu folgen. Annette will sich nicht wirklich erklären, aber an der Art, wie sie Sensei ansieht, kann das Katzenmädchen schon erkennen, dass sie in ihn verliebt ist. Annette bestreitet, solche unreinen Absichten zu haben und behauptet, sie halte Wache über den schwachen Anderswäldler, den sie versehentlich beschworen haben. Sobald das Katzenmädchen begreift, dass Sensei aus einer anderen Welt stammt, versteht sie endlich, warum er letztens so stark war, als er sie gerettet hat. Annette glaubt nicht, was das Katzenmädchen sagt, denn sie hat Senseis Werte persönlich gesehen und weiß genau, dass er weniger Gesundheit hat als ein Zombie. Das Katzenmädchen behauptet immer noch, dass Sensei stark sein muss, da er in der Lage war, einen Todesbaum zu besiegen und dabei ihr Leben zu retten. Aber das ist eine schreckliche Nachricht für Annette, denn dass Sensei das Leben des Katzenmädchens gerettet hat, ist der erste Schritt zur Entwicklung einer Romanze. Sie kann nicht glauben, dass sie ihre Chance bereits an das Katzenmädchen verloren hat. Aber während sie sich die ganze Zeit gestritten haben, hat Sensei etwas wirklich Interessantes gefunden. Es ist ein Sarg, der die perfekte Größe für ihn hat. Also klettert er hinein und sagt, dass er sich schwindelig fühlt, seit er hierher gekommen ist. Also wird er ein Nickerchen machen und sie sollen ihn wecken, wenn sie in der Stadt angekommen sind. Danach sagt er Annette und dem Katzenmädchen gute Nacht, aber das Katzenmädchen ist sauer, dass er sie immer noch nicht mit ihrem Namen anspricht. Also scherzt Annette, dass Sensei sie mehr mag, weil er sich ihren Namen merken kann. Daraufhin bindet Annette fröhlich ein Seil an den Sarg, in dem Sensei schläft und beginnt ihn wegzuschleppen. Das Katzenmädchen fragt, ob Annette das wirklich tun sollte, da sie doch eigentlich eine Geistliche in der Kathedrale sein sollte. Aber Annette ist zu sehr damit beschäftigt, den Sarg zu ziehen, bis das Seil schließlich reißt. Als sie weitergehen, hat Catgirl es satt, einen Sarg durch die Gegend zu ziehen, also bittet sie Sensei auszusteigen und auf seinen eigenen Füßen zu gehen. Da er jedoch nicht reagiert, beginnen sie sich Sorgen zu machen, dass Sensei tatsächlich irgendwie gestorben sein könnte. Annette überprüft seine Werte und Sensei scheint es gut zu gehen, also schläft er wohl nur. Sie sind sowieso schon in der Nähe des Schlosses, also bittet Annette Catgirl, es noch ein bisschen länger auszuhalten, damit sie ihn nicht aufwecken müssen. Währenddessen träumt Sensei im Sarg friedlich von seiner geliebten Sachan und egal wo sie ist, er wird dafür sorgen, dass er sie findet, damit sie beide zusammen sterben können. Aber einige Zeit später erreichen sie endlich die Burgstadt Roth und Annette und Catgirl öffnen den Sarg, um Sensei herauszulassen. Sensei sieht sich in der Stadt um und ist nun fest davon überzeugt, dass er nicht mehr in der gleichen Welt ist. Bevor sie etwas unternehmen, sagt Annette, sie sollten zum Schloss gehen und eine Audienz beim König haben, aber sie lassen den Sarg schließlich mitten auf der Straße liegen. Im Schloss freuen sich König Thomas und seine Tochter Charlotte über ihren Besuch und
und da sie von der langen Reise erschöpft sein müssen, bietet er ihnen an, die Nacht in den Gemächern des Schlosses zu verbringen. Aber vorher würde er gerne etwas von Senseis angenehmen Erfahrungen hören. Sensei fallen nicht viele angenehme Dinge ein, über die er sprechen könnte, aber die Fahrt im Sarg hierher hat ihm gefallen, also sagt er dem König, dass er ihm zeigen wird, wie es sich anfühlt, in einem Sarg zu schlafen. Aus dem Zusammenhang gerissen klang das eindeutig wie eine Drohung, aber Annette wechselt schnell das Thema und macht Charlotte Komplimente, wie schön sie ist. Der König erwähnt, dass Charlotte bald heiraten wird und bittet die beiden um einen Rat, was Charlottes Verehrer angeht. Thomas bittet die Männer hereinzukommen und so werden uns der Krieger Gomez und der wandernde Minnesänger Otto vorgestellt. Durch den Einfluss des Zorns des Dämonenfürsten hat die Aktivität der Monster in letzter Zeit stark zugenommen, doch Thomas ist zu alt geworden, um sich selbst um das Problem zu kümmern. Also beschließt er, dass einer dieser beiden Charlottes Ehemann und damit der nächste König werden soll. Charlotte scheint jedoch nicht mit dieser Idee einverstanden zu sein, da sie sich noch keinen Ehemann ausgesucht hat. Deshalb überlässt er die Wahl einer Gruppe von Fremden, die er vor 10 Minuten getroffen hat. Er möchte, dass sie zwischen Gomez und Otto entscheiden, wer besser geeignet ist, Charlotte zu heiraten. Aber als die Aufforderung zur Wahl erscheint, tut Sensei das Vernünftigste und sagt, dass er diese Männer in seinem Leben noch nie getroffen hat. Charlottes Zukunft hänge von dieser Entscheidung ab, deshalb sei es etwas dumm, sie einem Haufen Fremder anzuvertrauen. Und wenn er so etwas ohne nachzudenken tun würde, dann sei er nicht geeignet, König zu sein. Der König ist schockiert und nachdem er das gesagt hat, wendet sich Sensei zum Gehen, während Annette und das Katzenmädchen verzweifelt versuchen, sich für Senseis Handeln zu entschuldigen. Sie versuchen zu erklären, dass Sensei aus einer anderen Welt kommt und deshalb manchmal etwas unverblümt ist. Aber der König sagt, dass es in Ordnung ist, da er nicht der Typ ist, der einen Groll hegt, und Charlotte scheint sich für ihn zu interessieren. In dieser Nacht, während alle anderen schlafen, schaut Sensei die ganze Zeit aus dem Fenster. Annette steht auf und fragt ihn, ob er Probleme beim Einschlafen hat, woraufhin Sensei ihr sagt, dass er einfach nicht gut schläft. Annette will die Gelegenheit nutzen, um mehr über Sensei zu erfahren. Also bittet sie ihn, ihr von Sachan zu erzählen. Aber dann bemerkt sie einen Schwanz, der unter Senseis Bettdecke hervorlugt. Also zieht sie die Decke weg und sieht das Katzenmädchen, die auf Senseis Schenkeln schläft. Sie will solche Ausschweifungen nicht dulden, es sei denn, sie ist diejenige, die mit Sensei schlafen darf. Also benutzt sie ein Kissen, um das Katzenmädchen zu schlagen und sie aufzuwecken. Das Katzenmädchen verteidigt sich damit, dass es kalt ist und sie zum Teil eine Katze ist. Also ist es völlig normal, dass sie sich an einen Menschen kuschelt, um sich zu wärmen. Während Annette und das Katzenmädchen weiter darüber streiten, steht Sensei auf und verlässt wegen des Lärms das Zimmer. Als er auf den Flur tritt, bemerkt er ein schönes Licht, also geht er hinaus, um sich den See anzuschauen, und zufällig ist Charlotte auch da. Als sie Sensei bemerkt, lädt sie ihn ein, mit ihr den See zu betrachten, da es eine schöne Nacht ist. Sensei stimmt zu, dass der Anblick sehr schön ist. So schön sogar, dass er das Gefühl hat, im See ertrinken zu wollen. Charlotte ist schockiert, als sie das hört und fragt, ob Sensei genug Probleme habe, um sich selber ertrinken zu wollen. Aber nach dem, was Sensei bisher gesehen hat, scheint Charlotte viel mehr Probleme zu haben als er. Nach einigem Schweigen vertraut Charlotte Sensei an, dass sie nicht in der Lage war, sich zwischen Gomez und Otto zu entscheiden. Gomez ist erst vor kurzem auf der Burg angekommen, aber er ist bereits der zuverlässigste ihrer Soldaten. Ihr Vater hat Vertrauen in Gomez' Stärke, also hat sie das Gefühl, dass sie sich für ihn entscheiden sollte. Aber Otto war ihr Freund aus Kindertagen und wenn sie sich schlecht fühlte, schrieb er immer ein Lied und spielte es, um sie aufzumuntern. Sie weiß nicht, ob sie sich für einen Ehemann entscheiden soll, der sie liebt, oder für einen, der ihrem Vater zuliebe der stärkste Mann wäre. Sensei lacht ein wenig über sich selbst und sagt, Charlotte sei wirklich nett, weil sie sich so sehr um die Meinung ihres Vaters kümmere. Im Gegensatz zu Sensei, der schon mehrmals versucht hat, sein Abonnement für das Leben zu kündigen und dabei immer seine Familie belästigt hat. Allerdings hat er noch nie jemand anderen darüber entscheiden lassen, wie er sein Leben leben will. Er ist der Meinung, dass Charlotte eine Entscheidung treffen sollte, die auf dem beruht, was sie will. Um das zu tun, muss sie herausfinden, was ihre wahren Wünsche sind. Am nächsten Tag hat König Thomas Sensei und die anderen wieder in den Thronsaal gerufen und entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten. Aber er hat sie hierher gerufen, weil Charlotte endlich entschieden hat, wen sie heiraten wird. Und er möchte, dass sie als Zeugen ihrer Wahl fungieren. Annette ist der Meinung, dass Charlotte sicherlich Gomez heiraten wird, da sie die Bedürfnisse des Königreichs über ihre eigenen stellen wird. Während Katzenmädchen glaubt, dass Otto viel besser zu ihr passt. Thomas fordert Charlotte auf, zu dem Mann ihrer Wahl zu gehen und ihm ihr Eheversprechen zu geben. Charlotte beginnt zu gehen, doch anstatt sich Otto oder Gomez zuzuwenden, ergreift sie Senseis Hand und sagt, sie wolle mit ihm im See ertrinken. Niemand kann glauben, was sie gerade gehört haben, vor allem nicht Annette, die auf dem Boden zusammenbricht. Charlotte erklärt ihre Gründe und nachdem sie gestern Abend mit Sensei gesprochen hat, hat sie lange darüber nachgedacht, wen sie wählen soll. Und dabei ist ihr etwas klar geworden. Ursprünglich wollte sie Otto wählen, weil er ihr immer vorgestellt
vorgesungen hat, wenn sie traurig war. Aber jetzt erinnert sie sich daran, dass er ihr auch dann vorgesungen hat, wenn sie nicht traurig war. Und er hat sogar gestern Abend gesungen und er hat nie gesagt, dass er in sie verliebt ist. Also wollte er wahrscheinlich nur sein neuestes Lied für jemanden vortragen. Und Charlotte war halt zufällig da, um zuzuhören, und Gomez kommt auch nicht in Frage, weil er stinkt. Der König bittet Charlotte, es sich noch einmal zu überlegen und einen Ehemann zu wählen, was ihr seltsam vorkommt, nachdem sie ihre Absicht erklärt hat, mit Sensei ins Gras zu beißen. Charlotte widerspricht Thomas und sagt ihm, dass es eine dumme Idee war, sie zu zwingen, jemanden zu heiraten, ohne sie nach ihrer Meinung zu fragen, da sie von vornherein gar nicht heiraten wollte. Letztendlich hat Thomas nie auf ihre Gefühle Rücksicht genommen, aber Sensei hat sich tatsächlich für ihre Meinung interessiert und respektiert, dass es ihre Entscheidung war. Sensei versteht nun, warum Charlotte ihn gewählt hat, aber bevor er ihr eine Antwort geben kann, nimmt Gomez seinen Helm ab und sagt, er hätte nie gedacht, dass seine Tarnung wegen seines Geruchs auffliegen würde. Dann verwandelt er sich in seine wahre Gestalt als Diener des dunklen Lords und sagt, er habe vorgehabt, dieses Königreich zu erwerben, indem er sein König wird, um es schließlich dem dunklen Lord zu übergeben. Aber sein Plan sei ruiniert worden, da Charlotte seine Verkleidung durchschaut habe. Sensei sieht zu Charlotte hinüber und fragt sie, ob sie herausgefunden habe, dass Gomez ein Dämon sei, aber sie hatte keine Ahnung. Sie sagte lediglich, dass er stinkt, weil er halt wirklich stinkt. Das bedeutet, dass Gomez seine Tarnung grundlos aufgeflogen ist. Aber er will nicht zugeben, dass er sich geirrt hat, und jetzt, wo seine Tarnung aufgeflogen ist, sagt er, dass er sie einfach alle töten wird. Das ist, by the way, genau die Art von Situation, in der eine mächtige Priesterin wirklich hilfreich wäre. Aber sie ist immer noch bewusstlos. Also versucht Catgirl, sie zu wecken, während Gomez mit den Wachen abgelenkt ist. Leider halten die Wachen nicht sehr lange durch, sodass Catgirl gezwungen ist, sich Annettes Körper zu schnappen und zu rennen, um nicht von einer Säule zerquetscht zu werden. Da Annette in nächster Zeit nicht mehr aufwachen wird, beschließt Catgirl, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und gegen Gomez zu kämpfen. Sie ist derzeit Stufe 14, sollte also in der Lage sein, sich in einem Kampf zu behaupten. Da sie kämpfen wird, bietet Otto ihr an, ihr ein Lied vorzuspielen, da er Stufe 89 ist, und normalerweise würde ein Stärkungszauber auf sie angewendet werden, aber es stellt sich heraus, dass Otto nur sein neuestes Lied spielt und keine weiteren Effekte damit verbunden sind, außer dass es laut Sensei ein zertifizierter Hood-Klassiker ist. Catgirl hat keine andere Wahl, als selbst anzugreifen. Als Gomez auf sie zustürmt, duckt sich Catgirl unter ihm hindurch und verpasst ihm einen Tritt ins Gesicht. Dann setzt sie einen Cat-Punch ein, der Gomez aber nicht wirklich schadet, sodass er Catgirl in die Luft schickt. Er sagt dann, dass er alles, was er hat, in seinen nächsten Angriff stecken und Catgirl in Stücke reißen wird. Aber bevor er das tut, bekommt Sensei seine Aufmerksamkeit und bittet Gomez, ihn und Charlotte zuerst zu eliminieren. Gomez glaubt zunächst nicht, dass Sensei es ernst meint, aber Sensei wiederholt, dass Charlotte jetzt, wo sie sich von der Kontrolle ihres idiotischen Vaters befreit hat, ihr erster Wunsch ist, alles an der Seite von Sensei zu beenden. Und Sensei ist immer für eine gute Gelegenheit zu sterben zu haben, also bittet er Gomez, ihm diesen Gefallen zu tun. Gomez stimmt zu, ihn zu töten, aber er sagt, dass er danach den König töten wird und dann wird er die Stadt niederbrennen und jeden einzelnen Bürger darin töten. Sensei ist es eigentlich egal, was Gomez tut, da sie bis dahin ohnehin tot sein werden, aber Charlotte beginnt zu überlegen, ob sie sterben soll. Als Gomez anfängt, sie anzugreifen, sagt sie zu Sensei, dass sie doch nicht sterben kann, da sie am Leben bleiben und das Königreich schützen will. Sensei ist froh zu hören, dass Charlotte endlich versteht, was sie wirklich will. Da sie am Leben bleiben will, stößt er sie aus dem Weg, sodass er der einzige ist, der pulverisiert wird. Als Gomez weiter auf Sensei zustürmt, versucht Charlotte ihn davon zu überzeugen, sich nicht aufspießen zu lassen. Aber glücklicherweise ist Annette zur gleichen Zeit gerade aufgewacht und nutzt ihre Kraft, um eine Lichtbarriere vor Sensei zu errichten und ihn vor Gomez' Angriff zu schützen. Sie hat geschworen, Sensei nicht sterben zu lassen, solange sie an seiner Seite ist. Als Gomez versucht, ihren Schild zu durchbrechen, zerschmettert er sich dabei die Hörner, und da Gomez nun wehrlos ist, kann Catgirl ihm einen Schlag versetzen, der ihn durch die Schlossmauer in den See fliegen lässt. Sowohl Catgirl als auch Annette sind erleichtert, dass sie es geschafft haben zu überleben. Und da Annette ihr während des Kampfes wirklich geholfen hat, hat Catgirl das Bedürfnis, ihr zu danken. Annette bedankt sich ebenfalls bei Catgirl für ihre Hilfe und die beiden scheinen sich jetzt viel besser zu verstehen. Und Otto ist immer noch da und spielt unbekümmert auf seiner Harfe. Charlotte muss sich über vieles Gedanken machen, aber plötzlich kommt ihr Vater auf sie zu und bittet sie um Verzeihung, weil er ihre Gefühle nicht berücksichtigt hat. Sensei hatte recht, als er sagte, dass Thomas nicht geeignet ist, König zu sein, und er erkennt nun, dass er nicht einmal geeignet ist, Charlottes Vater zu sein. Also fragt er Charlotte aufrichtig, ob sie bereit ist, ihm zu vergeben. Charlotte geht zu Boden und sagt ihrem Vater, dass sie ihm verzeiht und dass sie von nun an viel mit ihm über die Zukunft des Königreichs und über sich selbst sprechen möchte. Thomas ist wirklich froh, dass er sich mit Charlotte versöhnen konnte, und Charlotte ist froh, dass ihr Vater sie endlich versteht,
aber Sensei kann nur daran denken, wie Annette und Catgirl seine perfekte Chance, das Spiel zu gewinnen, vermasselt haben. Einige Zeit später gesteht Thomas ein, dass er nicht in der Lage ist, als König zu regieren und überlässt den Thron Charlotte, die nun alles in ihrer Macht Stehende tut, um für die Sicherheit des Königreichs zu sorgen, während Otto immer noch Lieder schreibt, weil er nichts Besseres zu tun hat. In der Zwischenzeit sind Annette und Catgirl damit beschäftigt, Senseis Sarg zu ihrem nächsten Ziel zu schleppen und sie sprechen darüber, wie mutig es für Charlotte war, mit 16 Jahren Königin zu werden, aber sie sind sich sicher, dass es schon irgendwie klappen wird. Sensei steigt aus dem Sarg und sagt, das Wichtigste sei, dass Charlotte die Entscheidung für sich selbst getroffen habe und dazu stehe, was Sensei sehr schön findet. Nachdem sie eine lange Strecke zurückgelegt haben, fragt Catgirl Annette, ob sie eine Pause machen können, da sie sehr müde ist. Da sie eine beträchtliche Strecke zurückgelegt haben, denkt Annette, dass es in Ordnung ist, eine kurze Pause einzulegen. Sie halten an und Sensei öffnet den Sarg, um zu fragen, ob es schon Zeit zum Essen sei. Annette bietet ihm etwas Brot an, aber Sensei sagt, er esse nur gekochten Tofu. Wenn sie keinen habe, werde er einfach wieder schlafen gehen. Nach der Pause fragt Catgirl, wie lange es noch dauern wird, bis sie bei ihr zu Hause ankommen. Annette, die die Karte hat, sagt, dass es wohl noch ein paar Tage dauern wird, bis sie in ihrer Heimatstadt ankommen. Bevor sie ihre Reise jedoch fortsetzen, bittet Annette darum, einen Zwischenstopp beim zweiten Tempel einzulegen. Catgirl stört sich nicht an der Verzögerung, fragt aber, warum Annette dorthin gehen muss. Annette erklärt den Isekai-Prozess. Normalerweise kommen die Fremden durch einen der vier Tempel in diese Welt und machen sich von dort aus auf den Weg, um den dunklen Lord zu bekämpfen. Da Senseis Ziel jedoch darin besteht, Zachan zu finden und nicht den dunklen Lord zu besiegen, will Annette zu den Tempeln gehen, um Informationen über Zachans Aufenthaltsort zu sammeln. Wenn sie Pech haben, müssen sie am Ende durch die ganze Welt reisen, aber Annette ist bereit, für Sensei alles hinter sich zu lassen. Sie möchte nicht, dass Sensei gegen den dunklen Lord kämpft, auch wenn es ihre Aufgabe ist, andere Menschen dazu zu überreden. Annette will nicht, dass Sensei einer solchen Gefahr ausgesetzt wird, daher äußert Catgirl ihren Verdacht, dass Annette in Sensei verknallt sei. Annette streitet jegliche unlautere Absichten ab, auch wenn es offensichtlich ist. Sie behauptet, Sensei habe ihr neuen Mut gegeben, als sie dabei war, ihren Job aufzugeben. Daher will sie sich revanchieren und ihm helfen, die Person zu finden, nach der er sucht. Tama fragt, ob es Annette nichts ausmacht, wenn sie herausfindet, dass Zachan in Wirklichkeit Senseis Geliebte ist. Obwohl der Gedanke schmerzhaft ist, will Annette sich selbst davon überzeugen, wenn es sich als wahr herausstellt. Übrigens fragt sich Tama, ob Annette diesen weißen Tempel überhaupt betreten darf, da sie ihren Job für die Reise quasi hingeschmissen hat. Annette glaubt nicht, dass das ein Problem sein wird, da sie mit der Person, die für diesen Tempel verantwortlich ist, gut befreundet ist. Zudem hat sie ihren Vertrauten dazu gebracht, ein offizielles Kündigungsschreiben für sie einzureichen. Zufälligerweise ist derselbe Vertraute zurück und kaut gerade an Senseis Kopf. Nachdem sie Sensei geheilt hat, beschwert sich Annette darüber, dass ihr Vertrauter ihr ständig Probleme bereitet. Jetzt, wo sie es laut ausspricht, wird ihr klar, dass es vielleicht eine schlechte Idee war, die Übergabe ihres Kündigungsschreibens an dieses Wesen zu leiten. Ihr Verdacht bestätigt sich, als es das Kündigungsschreiben ausspuckt. Es sieht so aus, als hätte sie ihren Posten fristlos aufgegeben und sie gibt dem Vertrauten die Schuld dafür. Zu sehen, wie der Vertraute bei seiner einzigen Aufgabe versagt, zaubert Sensei ein Lächeln ins Gesicht, da auch er ein Versager ist. Er nennt ihn Melos und Melos findet sofort Gefallen an Sensei. Aber Sensei will kein Haustier, also geht er einfach zurück in seinen Sarg. In der Zwischenzeit flippt Annette aus, da sie ihre Stelle fristlos gekündigt hat und der Tempel ihren Antrag auf Arbeitslosengeld ablehnen wird. In diesem Moment fängt Melos an, sich seltsam zu benehmen und kurz darauf fliegt er weg. Irgendetwas stimmt nicht, aber erst als ein Drache vom Berggipfel herabsteigt, wird ihnen klar, wovor Melos sie warnen wollte. Ein Drache ist das stärkste Monster der Welt, also weiß Annette nicht, was sie tun soll. Doch bevor der Drache angreift, erscheint ein Mädchen hinter Annette und Tama und sagt Ryuta, er solle aufhören, irgendwelche Leute anzugreifen. Das Mädchen geht dann auf den Drachen zu und beginnt ihn zu streicheln, was Annette und Tama ziemlich verwirrt. Sie haben noch nie gehört, dass es jemandem gelungen ist, einen Drachen zu zähmen. Sie fragen, wer das Mädchen ist, aber sie dreht sich nur zu ihnen um und sagt, dass es in der Gegend viele Monster gibt und sie sich beeilen sollten, bevor sie verletzt werden. Tatsächlich sieht es so aus, als sei einer ihrer Teamkollegen bereits tot. Annette entschuldigt sich für die Verwirrung und stellt klar, dass Sensei noch lebt. Er ist nur ein seltsamer Fremder, der gerne in einem Sarg schläft. Sobald das Mädchen hört, dass Sensei ein Weltenwechsler ist, legt sich ein Schalter in ihrem Kopf um. Sie nimmt ihren Mantel ab, enthüllt, dass sie ein Drachenmädchen ist und sagt, dass sie alle Weltenwechsler töten wird. Die Kraft, die von ihrem Körper ausgeht, ist so stark, dass sie einen Strahl auf sie abfeuert, den Annette gerade noch mit ihrem Schild für ein paar Sekunden abwehren kann. Sie liegen ausgestreckt auf dem Boden und merken, dass die Kraft des Drachenmädchens ihnen weit überlegen ist.
Aber sie sind entschlossen, Sensei um jeden Preis zu schützen und stehen auf, um erneut zu kämpfen. Das Drachenmädchen wird jedoch ungeduldig mit ihren Einmischungen und zwingt sie mit ihrem starken Druck zu Boden. Während sie sich nicht bewegen können, steht das Mädchen über ihnen und gibt Annette einen klaren Blick auf das Zeichen an ihrem Hals, das sie als Zeichen des verstoßenen dunklen Lords erkennt. Das Drachenmädchen ist im Begriff, Annette und das Katzenmädchen zu erledigen. Aber bevor sie das tut, steht Sensei auf und sagt, dass es keinen Grund gibt, so gewalttätig gegen die anderen zu sein. Sie sagte, ihr Problem seien die Weltenwechsler und das bedeutet, dass die Person, die sie beseitigen will, er ist. Sensei sagt ihr, sie könne mit ihm machen, was sie wolle und da er sich nicht wehrt, stimmt sie ihm zu, die anderen in Ruhe zu lassen. Im nächsten Moment sticht sie ein Loch in Senseis Brust. Als er zu Boden fällt, erklärt das Drachenmädchen, dass ihr Name Valdelia ist und sie sagt Sensei, dass er in Frieden ruhen soll. Doch als sie geht, steht Sensei wieder auf und beginnt darüber zu lachen, dass Valdelia ihn tatsächlich erstochen hat. Er merkt, dass sie Hass in ihrem Herzen trägt, da er selbst einmal dasselbe fühlte und jemanden erstechen wollte. Er hat damals sogar einen Drohbrief geschrieben, also weiß er, wie es sich anfühlt, von Hass zerfressen zu sein. Valdelia fängt an auszuflippen, aber Sensei kommt immer näher und berührt ihre Wange. Er sagt, dass er gerne ihre Geschichte hören würde, aber Valdelia wird seinem Charme nicht so leicht erliegen. Also ruft sie Ryuka, damit er sie hier rausbringt, bevor sie aufgemischt wird. Nachdem sie weg ist, bricht Sensei erneut zusammen, da er immer noch ein Loch in der Brust hat. Melos ist immer noch da, also macht er sich endlich nützlich und schleppt alle zum Tempel. Als sie sieht, in welch schlechtem Zustand Annette ist, eilt sie zu ihr, aber Annette bittet sie, sich zuerst um Sensei zu kümmern, da er in einem viel schlechteren Zustand ist. Isha sieht, dass es wirklich schlimm ist und ruft alle verfügbaren Heiltränke und Priester herbei, um Sensei zu helfen. Am nächsten Tag ist Sensei wieder bei voller Gesundheit, aber das kann er nicht zulassen, also geht er als erstes los und kauft eine Flasche Gift zum Trinken. Währenddessen bedankt sich Annette bei Isha für ihre Hilfe und sagt, dass sie sich eines Tages dafür revanchieren wird. Fürs Erste fragt Annette, ob Isha zufällig eine Weltenwechslerin namens Zachan begegnet ist, aber sie hat noch nie von ihr gehört, also nimmt Isha an, dass sie in einem anderen Tempel gerufen worden sein muss. Viel wichtiger ist, dass Isha Annette fragt, warum sie plötzlich mit einem Fremden reist. Sie war schockiert, als sie hörte, dass Annette ihren Job hingeschmissen hat, war aber auch irgendwie erleichtert, da sie wusste, dass Annette zu gutherzig ist, um sich einem solchen Job auszusetzen. Allerdings kann sie Annettes Entscheidung, mit einem Fremden zu reisen, nicht unterstützen, da sie aus eigener Erfahrung wissen müsste, dass sie alle so etwas wie Abschaum sind. Sie haben göttliche Gaben erhalten, um den dunklen Lord zu besiegen, aber alle nennen ihre Gaben übermächtige Cheat-Skills und benutzen sie für so dumme Dinge wie eine gescheiterte Rap-Karriere. Dieser Trottel heißt Kotaro und leider wurde ihm die Macht verliehen, die Weltwirtschaft durch Massenproduktion von Goldmünzen zu zerstören. Er bietet den Mädchen an, ihnen alles zu kaufen, was sie wollen, um sich zu amüsieren. Aber Isha wirft ihm sein Gold ins Gesicht und sagt ihm, er solle gehen, weil sie hier ein ernstes Gespräch führen. Kotaro war lästig, aber er hat geholfen, Ishas Standpunkt zu beweisen, dass Weltenwechsler keine guten Menschen sind. Annette versucht zu erklären, dass Sensei nicht wie der Rest der Weltenwechsler ist, aber Isha glaubt es nicht, da Senseis Gesicht zeigt, dass er ein zerstörerischer Mensch ist. Sie warnt Annette, dass die Nähe von Sensei sie ruinieren wird, aber Annette glaubt nicht, dass Sensei einen schlechten Einfluss hat, da sie sicher ist, dass sie sich zum Besseren verändert hat, seit sie Sensei getroffen hat. Ihr Argument klingt jedoch nicht sehr überzeugend, als er zu ihr kommt und sie um Geld für Medizin bittet und sie ihm bereitwillig so viel Geld gibt, wie er braucht. Daher denkt Isha, dass Annette vielleicht schon zu weit gegangen ist. Wenn Annette schon so an Sensei hängt, will Isha wenigstens wissen, was für eine Gabe er hat. Umso mehr ist sie überrascht, als Annette ihr sagt, dass Sensei gar keine Gabe hat. Und obwohl er keine Gabe hat, hat er sich trotzdem in Gefahr begeben, um sie und Tama vor der Drachendame zu beschützen. Diese Aussage schockiert Isha noch mehr, da der dunkle Lord angeblich vor 7 Tagen von einigen Weltenwechslern getötet wurde. Dann sehen wir den blutbefleckten Thron des ehemaligen dunklen Lords und den Weltenwechsler, der den dunklen Lord getötet hat und darauf sitzt. Aus der Ferne beobachtet Valdelia, wie sie sich anschickt, den Tod ihres Vaters zu rächen. Einige Zeit später trifft sich Annette mit Tama und teilt ihr mit, dass der dunkle Lord bereits vor 7 Tagen getötet wurde. Isha hat die Nachricht gestern von der Kirche erhalten und das ist eine wunderbare Sache, denn es bedeutet, dass endlich Frieden in Zauberburg eingekehrt ist. Aber wenn es stimmt, dass der dunkle Lord tot ist, wer war dann derjenige, der versucht hat, ihn zu töten? Annette kennt die Antwort auf diese Frage nicht. Jetzt, wo Tama darüber nachdenkt, ist Sensei nicht auch vor 7 Tagen aufgetaucht?
Wenn der Dunkle Lord zu diesem Zeitpunkt bereits besiegt war, warum wurde Sensei dann immer noch in diese Welt gerufen? In diesem Moment zerreißt Sensei seine Unterlagen und bricht auf dem Boden zusammen, woraufhin Tama ihn fragt, was mit ihm los sei. Er erklärt, dass er versucht, über die Ereignisse zu schreiben, die sich seit seiner Ankunft in dieser Welt ereignet haben, aber es fällt ihm schwer, die richtigen Worte zu finden. Annette fragt, ob er etwas über sie geschrieben habe, aber Sensei sagt, er habe sie mit keinem Wort erwähnt. Wenn überhaupt, dann hat er einen Kreativitätsschub bekommen, nachdem er Valdelia getroffen hat. Daher würde er gerne etwas Ähnliches erleben, um seine Kreativität zu entfachen, aber Tama sagt, dass sie nichts Gefährlicheres mit ihm machen wird. Annette schlägt vor, dass sie alle in die Stadt gehen, um sich zu entspannen, und in Anbetracht ihrer Zukunft mit Sensei möchte Annette ein paar Dinge für ihn kaufen. Als sie in die Stadt kommen, kauft Annette eine riesige, schwere Rüstung für Sensei, um sicherzustellen, dass er nicht stirbt. Sensei stört sich nicht daran, da das enge Gefühl ihn an einen Sarg erinnert. Nachdem Sensei in Sicherheit ist, machen sich Annette und Tama auf den Weg, um weiter einzukaufen, und bitten Sensei während ihrer Abwesenheit, nirgendwo hinzugehen. Eine Weile später geht Isha durch die Stadt, als sie ein paar Kinder sieht, die sich um eine Rüstung versammelt haben. Sie ist schockiert, dass Sensei gemütlich darin sitzt. Auf die Frage, warum er eine so große Rüstung trägt, sagt Sensei, dass er etwas mit Isha besprechen möchte. Sie sagt, dass Annette von nun an bei ihr bleiben wird, da sie glaubt, dass Annette unglücklich wird, wenn sie bei Sensei bleibt. Isha fordert Sensei auf, seine Party mit Annette sofort aufzulösen, aber Sensei grinst nur und sagt ihr, dass Annette die einzige ist, die entscheiden kann, ob sie bei ihm bleiben will oder nicht. Daher ist es nicht an Isha, für sie zu entscheiden. Außerdem, wie kann Isha so sicher sein, dass Sensei Annette unglücklich machen wird, wenn sie nichts über ihn weiß? Aber die Tatsache, dass er ein Fremder ist, ist für sie Beweis genug, um zu wissen, dass Annette ohne ihn besser dran wäre. In diesem Moment hört Isha ein beunruhigendes Geräusch, und als sie der Sache nachgeht, findet sie Kotaro, der einen anderen Fremden, Suzuki, den Leuten vorstellt. Suzuki erzählt der Menge, dass der dunkle Herrscher endlich besiegt wurde, und alle fangen an, den Weltenwechslern zu applaudieren, die ihnen die Freiheit vom dunklen Herrscher geschenkt haben. Suzuki korrigiert die Menge, denn er würde es nicht gerade als Befreiung bezeichnen, sondern eher als neue Führung. Er erklärt, dass diese Welt von nun an von den Weltenwechslern regiert wird und Suzuki diese Stadt übernehmen wird. Daher verlangt er, dass alle Menschen ihm zu essen geben. In diesem Moment entdeckt Kotaro Annette und erzählt, dass sie eine der Elfen ist, die ihm die Münzen ins Gesicht geschlagen hat. Daraufhin steht Suzuki auf und schreit sie an, weil sie es gewagt hat, einen Weltenwechsler zu verletzen. Er sagt, dass er dafür sorgen wird, dass sie so etwas nie wieder tut. Nachdem Suzuki seine Hand auf Annettes Kopf gelegt hat, aktiviert er seine Fähigkeit. Innerhalb weniger Augenblicke verdunkeln sich Annettes Augen und sie gerät unter seine Kontrolle. Irgendetwas stimmt eindeutig nicht. Als Tama merkt, dass Suzuki Annette etwas angetan hat, packt sie Kotaro an der Jacke und will wissen, was mit ihr passiert ist. Kotaro, den Tama eigentlich Potato nennt, kichert und erklärt ihr, dass sie nichts mehr tun könne, da Suzukis Fähigkeit aktiviert wurde. Diese Fähigkeit verwandelt jeden, den er streichelt, in einen geistlosen Sklaven. Wütend droht Tama Kotaro, ihn zu verprügeln, bis er Suzuki dazu bringt, Annette wieder in eine normale Person zu verwandeln. Doch bevor sie handeln kann, hat Suzuki bereits seine Hand auf ihren Kopf gelegt und sie ebenfalls in eine gehorsame Sklavin verwandelt. Die Dinge laufen aus dem Ruder. Schließlich tritt Isha heraus und konfrontiert Suzuki damit, dass er seine Fähigkeit missbraucht hat, obwohl sie ihm beigebracht hat, sie nur für das Gute einzusetzen. Suzuki ist Ishas Missbilligung jedoch egal, denn er hat hier die ganze Macht. Da Isha und die Menschen in der Stadt so hartnäckig gegen ihn sind, beschließt er, die Stadt komplett zu zerstören, um ein Exempel zu statuieren und sie als einen Ort wieder aufzubauen, an dem niemand mehr wagen wird, sich ihm entgegenzustellen. Bevor er geht, wendet er sich an Isha und sagt ihr, dass er ihre Kirche übernehmen und sie von nun an als sein Schloss benutzen wird. Die von Suzuki befehligten Wölfe beginnen, die Stadt zu zerstören, darunter auch Tama, die gerade die Rüstung angreift, in die Sensei vorhin gesteckt wurde. Sensei ist nicht im geringsten beunruhigt von Tamas tollwütigem Verhalten und findet es sogar amüsant, dass Annette tatsächlich recht hatte, dass er für solche Notfälle eine Rüstung braucht. Schließlich richten Tamas Schläge genug Schaden an, um die Panzerung zu zertrümmern, wobei ihr der Helm direkt ins Gesicht fliegt und sie auf der Stelle außer Gefecht setzt. Nun befreit von der Rüstung, sieht Sensei die bewusstlose Tama am Boden liegen und tut das Einzige, was ihm einfällt. Er stopft sie in ein Fass, damit sie niemand verletzt. Nachdem er das getan hat, stürzt Isha in das Gebäude neben ihm. Ausnahmsweise ist sie tatsächlich erleichtert, Senseis Gesicht zu sehen. Dennoch bleibt sie bei ihrer früheren Aussage, dass Suzuki ein Paradebeispiel dafür sei, wie Weltenwechsler sind. Suzuki hat seine Gabe nicht nur für seine eigenen egoistischen Wünsche benutzt, sondern ist durch seine Gier auch zu einer Gefahr für die Gesellschaft geworden. Die Macht seiner Gabe muss ihm direkt zu Kopf gestiegen sein, denn als er in diese Welt kam, war er nicht so. Ursprünglich war er ein schüchterner und willensschwacher Mann,
aber jetzt hat er sich in ein Ungeheuer verwandelt. Isha beschreibt Suzukis Abstieg ins Böse und das gibt Sensei den Funken der Inspiration, nachdem er gesucht hat. Also fragt er Isha, wo Suzuki gerade ist und erfährt, dass er sich in der Kirche aufhalten sollte. Sensei bittet Isha, auf Tama aufzupassen, während er zu Suzuki geht. Isha sagt ihm, er solle warten, da es verrückt sei, einen Helden zu verfolgen, da Sensei keine Gabe habe. Doch Sensei besteht darauf zu gehen, weil er glaubt, dass Suzukis Geschichte ein interessantes Thema für einen Roman sei. Schließlich lenkt Isha ein und sagt, sie werde mit ihm gehen, um seine Sicherheit zu gewährleisten. Als sie an den Kirchentüren ankommen, ist Sensei aufgeregt, aber Isha kann nicht verstehen, wie er in einer solchen Situation so ruhig bleiben kann. Er hat bereits gesehen, wozu Suzukis Gabe fähig ist und sollte wissen, dass er keine Chance in einem ehrlichen Kampf hat. Wenn Sensei die Tür ohne Plan öffnet, wird er von Suzukis Bestien zerrissen werden, sagt sie. Doch während sie das sagt, zieht Sensei eine Flasche Gift aus seinem Ärmel. Isha ist beeindruckt, da sie glaubt, Sensei plane, das Gift zu benutzen, um die Bestien auszuschalten. Zu ihrem Entsetzen schüttet er sich das ganze Gift jedoch in seinen eigenen Rachen. Da sie das Gift nicht mehr benutzen können, geht Isha auf alle Viere und sagt Sensei, dass sie nun die Hintertür benutzen müssen. Bisschen fragwürdige Aussage in dem Kontext. Aber weiter im Programm. Doch erneut hört Sensei nicht auf sie und geht direkt durch die Vordertür. Sensei begrüßt Suzuki und erzählt ihm, dass er daran interessiert sei, einen Roman über seine Geschichte zu schreiben. Suzuki denkt daher, dass Sensei ein Fan von ihm ist und seine Heldentaten dokumentieren möchte. In Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall. Sensei erklärt, dass die Geschichte, die er schreiben möchte, von einem Verlierer handelt, der mehr Macht erhält, als er verdient und sich schließlich in einen Drecksack verwandelt. Beleidigt befiehlt Suzuki seinen Wölfen, Sensei in Stücke zu reißen. Da Sensei immer noch einfach nur dasteht, nimmt Isha es auf sich, ihn zu verteidigen. Sie spricht einen Zauber, der Laser in den Kopf eines Hundes schießt, wird jedoch schließlich überwältigt, sodass Suzuki seinen verbliebenen Bestien befiehlt, Feuerbälle auf Sensei zu schießen. Isha kann ihn nicht mehr beschützen und es scheint, als wäre Sensei in echter Gefahr. Doch in letzter Sekunde werden die Feuerbälle von einem schwebenden Helm abgelenkt und fliegen zu Suzuki zurück. Es stellt sich heraus, dass Melos den Helm zum Schweben gebracht hat und die Rüstung in der Lage ist, niedrige Zaubersprüche abzuwehren. Kotaro beginnt auszuflippen, da es klar ist, dass Sensei von den Göttern der Plot-Armor gesegnet ist. Doch Suzuki sagt ihm, er solle sich beruhigen, da er noch einen weiteren Trick in petto habe, der Sensei sicher zu Fall bringen werde. Er befiehlt seinem großen Wolf, Sensei anzugreifen. Als der Wolf ihn beißt, beginnt er plötzlich zu zerfallen und fällt zu Boden. Isha kann nicht glauben, dass Sensei die Giftflasche getrunken hat, um sie zu retten. Kotaro ist inzwischen sicher, dass Suzuki Senseis Plot-Armor nicht besiegen kann und rennt los. Suzuki muss zugeben, dass Sensei stärker ist, als er zunächst dachte. Aber er hat noch eine weitere Karte zu spielen und befiehlt Annette herauszukommen und Isha zu töten. Annette hat keine Kontrolle über ihre Handlungen und stürzt sich mit einem Dolch auf Isha, sodass sie gezwungen ist, auszuweichen. Sensei jedoch glaubt nicht, dass das nötig sein wird, da Annette stark genug sein sollte, um der Gedankenkontrolle alleine zu widerstehen. Suzuki nennt ihn einen Dummkopf, da seine Gedankenkontrolle, wenn sie einmal aktiviert ist, nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, sodass Annette dazu verdammt ist, für den Rest ihres Lebens eine Sklavin zu sein. Doch Sensei vertraut immer noch auf Annettes Stärke und geht direkt zu ihrem Messer. Er sagt Annette, dass sie nicht auf Suzuki hören muss. Tatsächlich scheint er zu ihr durchzudringen, denn Annette hält inne, bevor sie auf Sensei einsticht. Suzuki gefällt das gar nicht. Er setzt seine Macht ein, um sie zu zwingen, zuzustechen. Doch durch schiere Willenskraft und einen Flashback gelingt es Annette, die Gehirnwäsche zu überwinden, indem sie sich ins Bein sticht. Durch den Schmerz wird sie wieder wach und fällt schließlich in Senseis Arme. Da Annette nun wieder sie selbst ist, bittet Sensei Isha, ihre Beinwunde zu behandeln. Isha beginnt zu begreifen, dass sie Sensei vielleicht falsch eingeschätzt hat. In der Zwischenzeit, da Suzuki weiß, dass seine Fähigkeit nicht so mächtig ist, wird ihm klar, dass er für seine Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden wird. Den Gedanken an die Strafe, die er von den Menschen, die er unterdrückt hat, ertragen muss, kann er nicht ertragen und sucht nach dem Messer, um sich selbst zu töten. Doch in letzter Sekunde hält Sensei ihn davon ab, sich die Kehle zu durchstechen. Jedoch nicht aus Sorge um Suzukis Leben, sondern weil er seine Geschichte noch nicht fertig geschrieben hat. Er möchte, dass Suzuki ihm alles über sein Leben erzählt und da Suzuki nichts mehr zu verlieren hat, beginnt er von seiner Vergangenheit auf der Erde zu berichten. Er erzählt, wie er als Highschool-Schüler von größeren Kindern schikaniert wurde und schüchtern und schwach war, sodass er sich nie durchsetzen konnte. Als Suzuki an diesem Tag auf dem Heimweg von der Schule von einem betrunkenen alten Mann angerempelt wurde, der ihn anbrüllte, als wäre es Suzukis Schuld, war Suzuki natürlich wütend. Doch er hatte immer noch nicht den Willen, für sich selbst einzustehen. Alles in allem war er ein unglücklicher Mensch, was ihn zu einem bevorzugten Ziel für Truck-Kun machte. Ehe er sich versah, wurde er in diese Welt transportiert und von Aisha als
als Held begrüßt, der auserwählt wurde, den Dämonenfürsten zu besiegen. Von da an war er auf sich alleine gestellt. Er musste gegen die Wölfe kämpfen, bevor er sie schließlich zu seinen treuen Dienern machte. Sobald er über starke Verbündete verfügte, konnte er endlich mächtige Monster besiegen. Er glaubte, dass es endlich besser für ihn werden würde. Doch als er durch die Stadt ging, wurde ihm klar, dass die Menschen ihn trotz seiner neu gewonnenen Macht immer noch wie einen Ausgestoßenen behandelten, genau wie die Menschen auf der Erde. Schließlich brachte ihn der Gedanke, dass er hier schikaniert werden könnte, an den Rand seiner Kräfte. Auf der Erde hatte er endlose Qualen erlitten. Plötzlich wurde er zum Helden erklärt, aber er hatte keinen Grund, diese neue Welt retten oder ihr Held sein zu wollen. Selbst als er versuchte, die Rolle des Bösewichts zu spielen, konnte er nicht einmal das tun. Sensei ist zufrieden mit der Geschichte, die Suzuki gerade erzählt hat. Dadurch konnte er seinen Roman beenden. Er geht um einen bedauernswerten Mann, der aufgrund seiner eigenen Schwäche weder ein Held noch ein Bösewicht werden kann. Er ist ein Ausgestoßener, egal in welche Welt er geht. Also beschließt Sensei, den Roman Isekai Shikaku zu nennen. Während er ihn benennt, beginnen Seiten des Romans um Suzuki herumzuschweben. Sensei dankt Suzuki für seine Geschichte, da er dadurch etwas schreiben konnte, mit dem er zufrieden war. Dennoch kann er dies immer noch nicht als Meisterwerk bezeichnen, also nimmt er eine Seite aus dem Roman und reißt sie auseinander. Während er dies tut, erscheint ein magischer Kreis unter Suzuki und sowohl Isha als auch Annette erkennen, dass es sich hierbei um den Beschwörungskreis handelt, mit dem sie Helden in diese Welt bringen. Dieser hier funktioniert jedoch umgekehrt und so wird Suzuki in einem Lichtblitz von der Beschwörung befreit und zurück zur Erde geschickt. Annette überprüft Senseis Statusanzeige und zu ihrer Überraschung steht dort nun, dass er eine Gabe hat, die vorher eindeutig nicht vorhanden war. Isha erkennt, dass es sich um eine besondere Fähigkeit handeln muss, die nur gegen Weltenwechsler aktiviert wird. Das kann nur bedeuten, dass Sensei in diese Welt gebracht wurde, um Weltenwechsler zu bekämpfen. Nachdem er fertig ist, bricht Sensei auf dem Boden zusammen und ist enttäuscht, dass er kein Meisterwerk erschaffen konnte, wie er es sich gewünscht hatte. Es sieht so aus, als ob er die Macht, die seine Schrift besitzt, nicht bemerkt, da er sich fragt, was mit Suzuki passiert ist. Nachdem Suzuki in Isekai zurückgeschickt wurde, hören alle Monster unter seiner Kontrolle auf, aggressiv zu sein und beginnen die Stadt zu verlassen. Tama kann sich endlich aus dem Fass befreien, obwohl sie nicht herausfinden kann, warum sie überhaupt da drinne war. Nachdem sich die Dinge wieder normalisiert haben, ist Isha der Meinung, dass Sensei eine Belohnung für die Rettung der Stadt vor Suzuki verdient hat. Sie lässt auf seinen Wunsch hin einen maßgeschneiderten Sarg für ihn anfertigen. Annette bedankt sich bei Isha für alle Hilfe, aber bevor sie geht, sagt Isha, dass sie noch etwas Wichtiges mit Annette besprechen möchte. Sie sagt Annette, dass Sensei höchstwahrscheinlich ein unglaublich wichtiger Held für diese Welt ist und dass die Reise mit ihm wahnsinnig gefährlich sein wird. Nachdem sie gesehen hat, welche Willenskraft Annette besitzt, glaubt Isha, dass Annette alle Herausforderungen meistern kann, die sich ihr in den Weg stellen. Sie bittet sie, Sensei so gut wie möglich zu unterstützen. Danach ist die Gruppe bereit, ihre Reise fortzusetzen. Tama und Annette schnappen sich die Seile, um Senseis Sarg zu ziehen. Doch bevor sie gehen, hat Isha noch eine Frage an Sensei. Sie sagt, dass es zwar stimmt, dass Suzuki sich als mieser Held entpuppt hat, aber wenn man bedenkt, dass er nett war, bevor er seine Kräfte erhielt und dieser Welt ausgesetzt wurde, könnte er nur so geworden sein, weil er beschworen wurde. Jetzt, wo er auf die Erde zurückgeschickt wurde, könnte er dazu verdammt sein, sein miserables Leben fortzusetzen. Sensei sieht das jedoch anders. Während Suzukis Geschichte als Held dieser Welt zu Ende ist, ist seine Geschichte auf der Erde noch nicht zu Ende. Es liegt an ihm, die Dinge zum Besseren zu wenden. Dann wird auf die Sonntag-Region in Zauberberg umgeschaltet und wir sehen den Weep Dome. Isha teleportiert sich in die Kathedrale und bemerkt beim Eintreten, dass ein Elf namens Wolf trinkt. Sie ist nicht überrascht, ihn wieder trinken zu sehen. Wolf erklärt ihr, dass er nicht anders kann, da er sich ständig mit den elenden Zwergen in seiner Region herumschlagen muss. Er vermutet, dass Isha es leichter hat, da ihre Region von Demis bevölkert ist. In diesem Moment tritt ein Goblin-Erzbischof hinzu und rügt Wolf dafür, solche Bemerkungen über andere Spezies zu machen. Daraufhin entschuldigt sich Wolf und wir erfahren, dass der Goblin der erste Nicht-Elf ist, der zum Priester ernannt wurde und den Rang eines Erzbischofs erreicht hat. Der Goblin erklärt ihm, dass die Spezies eines Menschen keine Rolle für seine Leistungen spielt und erwähnt, dass sich auch viele Elfen ungebührlich verhalten. Das verärgert Wolf und er fragt wütend, ob der Goblin mit ihm die Zuständigkeitsbereiche tauschen wolle. Wolf weist darauf hin, dass der Goblin sich glücklich schätzen kann, für ein wohlhabendes Gebiet zuständig zu sein. Der Goblin entgegnet, dass auch Wolfs Gebiet wohlhabend sein könnte, wenn er sich bemühte, es zu verbessern. In diesem Moment tritt Kardinal Miller ein. Als er sieht, dass alle anwesend sind, bittet er sie, ihre Plätze einzunehmen. Er entschuldigt sich dafür, dass er sie gerufen hat, obwohl sie beschäftigt sind, und fordert sie auf, die Sitzung zu beginnen, indem sie ihre Berichte über jede Region vorstellen. Bevor sie jedoch beginnen können, stürzt eine ungeschickte Bischöfin bei ihrer Ankunft.
Sie steht hastig auf und entschuldigt sich für ihre Verspätung, woraufhin der Kardinal sie als Aria, die neue Bischöfin vom ersten Tempel, vorstellt. Miller erkundigt sich bei Aria, ob sie irgendwelche Informationen habe, doch sie erklärt, dass es nichts Neues gebe. Miller hat jedoch gehört, dass Charlotte, die Tochter von König Vrate, kürzlich den Thron geerbt hat. Aria entschuldigt sich dafür, diese Information vernachlässigt zu haben. Als Isha das sieht, fragt sie sich, ob es mit dem Mädchen wirklich gut gehen wird. Der Goblin-Erzbischof stellt sich daraufhin als Eltern vom vierten Tempel vor und berichtet, dass seine Region Mittwoch so friedlich und ruhig wie immer ist und es keine Probleme gibt. Er dankt der Autorität des Papstes für diesen Frieden und teilt Aria mit, dass Unpünktlichkeit hier streng verboten ist. Wolf stellt sich dann Aria vor und erklärt, dass er vom dritten Tempel kommt. Er berichtet, dass sein Zuständigkeitsbereich Samstag, das heilige Land des Sandes und der Erde, weit draußen in der Provinz liegt, aber auch dort komme man gut zurecht. Miller hat gehört, dass es in seiner Region ständig Konflikte zwischen den Zwergen gibt, aber Wolf erwähnt, dass dies dort an der Tagesordnung ist und dass sie ihn sogar schlagen, wenn er versucht, für sie zu schlichten. Danach stellt sich Isha vor und berichtet, dass vor einigen Tagen in ihrem Zuständigkeitsbereich Donnerstag ein Anderswäldler randaliert und die halbe Stadt Vale zerstört hat. Sie arbeiten derzeit daran, die Stadt wiederherzustellen, was Miller beunruhigend findet. Er erklärt, dass er sie heute hierher gerufen hat, um das Problem der Anderswäldler zu besprechen. Dabei erwähnt er, dass der Papst beschlossen hat, die magischen Kreise für die Beschwörung der Weltenwechsler in ihrer Welt zu versiegeln, da der dunkle Lord bereits besiegt wurde. Wolf ist froh, dass sie sich nicht mehr um die lästigen Weltenwechsler kümmern müssen, und Elton findet es gut, dass der dunkle Herrscher besiegt ist. Miller fährt fort und erklärt, dass die sieben Weltenwechsler, die den dunklen Lord besiegt haben, das Land des dunklen Lords für sich beansprucht haben und nun dessen neuer Herrscher sind. Die anderen sind überrascht, dies zu hören, und Miller erwähnt, dass der Papst kürzlich eine Erklärung von ihnen erhalten hat, in der sie behaupten, die Länder des Zauberbergs in ein Utopia verwandeln zu wollen. Den Anwesenden gefällt das ganz und gar nicht, und Isha erkundigt sich, wie der Papst darauf geantwortet hat. Miller teilt ihnen mit, dass der Papst darüber zutiefst beunruhigt ist und dass er die Weltenwechsler früher für Engel hielt, die gekommen seien, um die Welt zu retten. Nun aber seien sie zu gefallenen Engeln geworden, die eine Bedrohung darstellen. Er weist darauf hin, dass sie auch die gefallenen Anderswäldler, die in jeder Region für Chaos sorgen, nicht ignorieren dürfen. Zudem teilt er ihnen mit, dass Valdelia, die Tochter des zornigen dunklen Lords, verschwunden ist. Er erklärt allen, dass Zauberberg nun in eine neue Ära eingetreten ist und es ihre Aufgabe ist, diese Schwierigkeiten zu überwinden und den Frieden zu bewahren. Wolf meint, dass sie einen Berg von Problemen haben, wenn sie alles einbeziehen, worüber der Kardinal gesprochen hat, und er warnt, dass die Anderswäldler zu einer noch größeren Bedrohung werden könnten als der dunkle Lord, wenn sie zusammenarbeiten. Sie fragen sich, wie sie sie bekämpfen sollen, und Isha erinnert sich an Senseis Macht, die Anderswäldler zurück in ihre Welt zu schicken. Sie erzählt den anderen, dass es einen Weg geben könnte, die Weltenwechsler zu besiegen, was das Interesse aller weckt. Isha erklärt daraufhin, dass sie in Vale einem bestimmten Anderswäldler begegnet ist, der seine Kräfte dazu benutzt hat, andere Anderswäldler in ihre Welt zurückzuschicken. Alle sind erstaunt, dass es eine solche Macht gibt, und Isha bestätigt, dass sie mit seiner Gabe in der Lage sein könnten, die Weltenwechsler in ihre Welt zurückzuschicken. In diesem Moment erscheint der Papst und fragt, ob dies wirklich wahr sei. Nachdem sie ihn gesehen haben, verneigen sich alle vor ihm. Er erwähnt, dass dieser Engel der Hoffnungsschimmer sein könnte, den sie jetzt brauchen, und bittet Isha, ihm mehr über diesen Engel zu erzählen. Daraufhin wird auf das Schloss des dunklen Lords umgeschaltet. Einer der Weltenwechsler fragt eine weibliche Weltenwechslerin, ob sie wieder an ihren Geliebten denke. Sie lächelt nur und erklärt, dass ihre Verbündeten in verschiedene Länder abgereist sind, während sie hier bleiben und beobachten werden, was diese Welt für sie bereithält. Die Szene schneidet dann zu Annette und den anderen, die ihre Reise fortsetzen und in einer Stadt in der Nähe von Grun ankommen. Annette schlägt vor, dass sie sich hier ausruhen sollten, und Tama ist froh, dass sie endlich in einem Bett schlafen kann. Kurz darauf erhält sie eine Benachrichtigung, dass sie durch ihr Training auf Stufe 17 aufgestiegen ist, und sie ist deprimiert, dass sie durch das Schleppen eines Sarges aufgestiegen ist. Annette schaut auf die Karte, um ein Gasthaus zu finden, und ein Junge, der dort rumhängt, hilft ihr, indem er ihr die Richtung des Gasthauses zeigt. Sie bedankt sich bei ihm und er fragt, ob sie Informationen benötigen, die ihnen auf ihrer Reise helfen könnten. Nachdem sie sich alle zusammengesetzt haben, erzählt der Junge ihnen vom Heldenvorstellungsdienst. Er erklärt, dass er einen Weltenwechsler, die sogenannten Helden, bitten kann, sie auf ihrer Reise zu begleiten, was eine sichere Reise gewährleisten würde. Tama ist skeptisch, da alle Fremden, die sie kennt, Dreckskerle sind. Doch der Junge ermutigt sie, jetzt
jetzt zu handeln und er bietet ihnen an, für den Preis von 40.000 Münzen einen tapferen Krieger bekannt zu machen. Tama versucht ihm zu sagen, dass sie nicht so viel Geld haben, doch Annette gibt ihm fröhlich das Geld. Dies verunsichert Tama und sie fragt Annette, ob sie sicher ist, einfach so 40.000 Münzen auszugeben. Annette meint, das sei ein kleiner Preis für Senseis Sicherheit und der Junge stimmt ihr zu, dass das Leben kostbar sei. Er zeigt auf den Sarg und sagt, dass ihr toter Freund sicherlich auch möchte, dass sie eine sichere Reise haben. In diesem Moment steigt Sensei aus dem Sarg und erklärt, dass er noch am Leben ist. Der Junge erschrickt und bekommt Angst, weil er Sensei für einen Geist hält. Osamu stellt klar, dass er noch nicht tot ist und Tama erklärt dem Jungen, dass Osamu auch ein Held ist. Der Junge glaubt ihr nicht, da er denkt, dass Helden nicht solche Gesichter haben. Er nimmt Annettes Geld, rennt weg und verspricht ihnen, einen echten Helden ins Gasthaus zu bringen. Tama hofft, dass sie den Sarg dann nicht mehr schleppen muss, wenn sich ein tapferer Krieger ihrer Gruppe anschließt. Doch Annette ist nicht daran interessiert, diese Aufgabe jemand anderem zu überlassen. Die Szene schneidet dann zu ihnen im Gasthaus. Sie warten darauf, dass der Junge mit einem Helden zurückkommt und die Besitzerin des Gasthauses fragt sie verärgert, ob sie ein Zimmer buchen wollen oder nicht. Annette teilt ihr mit, dass sie noch auf jemanden warten. Sensei sagt, dass der Junge nicht zurückkommen wird. Er erwähnt, dass der Junge die Augen eines Erwachsenen hat und die Besitzerin des Gasthauses erkennt, dass es sich um Nier handeln muss. Sie fragt, ob sie ihm Geld gegeben haben und Annette erklärt, dass sie das getan haben und er ihnen gesagt hat, dass er sie mit einem Helden bekannt machen würde. Die Besitzerin enthüllt, welch ein Wunder, dass sie betrogen wurden. Annette ist schockiert und kann sich kaum zusammenreißen, weil sie gerade 40.000 Münzen verloren hat. Tama hilft ihr, sich zu beruhigen, indem sie ihr rät, tief durchzuatmen. Sensei fragt dann die Besitzerin, wer dieser Nier sein soll. Sie erklärt, dass Nier ein Waisenkind ist, das seit einiger Zeit in dieser Stadt lebt und seinen Lebensunterhalt damit verdient, Besucher zu täuschen, die von Zeit zu Zeit in diese Stadt kommen. Er hat keine Erwachsenen in seinem Leben, die mit ihm schimpfen und manchmal tut er ihr leid. Sie bezweifelt, dass es die Helden, von denen er spricht, überhaupt gibt und meint, dass solche großartigen Menschen ihn schon längst gerettet hätten. In einer späteren Szene sehen wir Nier unter einer Brücke, wie er ein Schwert umarmt, während er über etwas nachdenkt. Plötzlich wird er von jemandem entführt. Daraufhin sehen wir ihn im Versteck der Entführer, die alles Geld genommen haben, das er bisher gesammelt hat. Sie glauben, dass er ein kleines Vermögen angesammelt hat. Nier fragt, was sie mit ihm vorhaben und die Entführer deuten an, dass er sich das selbst zusammenreimen könne. Als er merkt, dass er vielleicht nicht überlebt, warnt er die Schläger, ihn nicht anzufassen, sonst würden seine anderen Freunde ihnen eine Lektion erteilen. Doch die Entführer bringen ihn mit einem Realitätscheck auf den Boden der Tatsachen zurück und enthüllen, dass sie Weltenwechsler sind. Sie demonstrieren ihre overpowerten Fähigkeiten und Nier ist am Boden zerstört, als er das hört. Der Anführer zeigt ihm dann seine Fähigkeit, eine Armbrust zu beschwören, die sogar die Schuppen eines Drachen durchbohren kann. Er warnt Nier, dass er bestraft wird, weil er durch die Verwendung ihres Namens eine beträchtliche Summe verdient. Hat. Der Anführer versucht, Nier mit einem Pfeil zu erschießen, während die anderen ihn festhalten. Aber Sensei kommt gerade noch rechtzeitig dazu und verhindert den Schuss. Der Pfeil trifft stattdessen eines der Teammitglieder, das daraufhin vor Schmerzen aufschreit. Die Entführer fragen Sensei, wer er ist, und er antwortet, dass sie sich nicht Helden nennen dürfen. Er erklärt, dass Kinder das Lügen nur lernen, weil sie lügende Erwachsene wie sie imitieren. Einer der Weltenwechsler nutzt seine Fähigkeit namens God Analyze, um herauszufinden, dass Sensei ebenfalls ein Weltenwechsler ist. Ihr Anführer ist beunruhigt, als er das erfährt. Doch der Analytiker bemerkt, dass Osamu nur einen einzigen HP hat und vermutet, dass er unter einer Art Droge oder so etwas steht. Der Anführer ist erleichtert, als er das hört und kündigt an, dass er Osamu töten wird, weil er sie so erschreckt hat. Dieser ist natürlich begeistert, als er das hört und der Analytiker bemerkt, dass Osamus HP wie verrückt ansteigt und es scheint, als sei er in einem Zustand der Aufregung. Sensei nähert sich den beiden unheimlich und fordert sie auf sein Herz zu zielen. Die Entführer erschrecken, als sie das sehen und laufen weg, weil sie ihn für einen Perversen halten. Osamu stellt fest, dass sie bis zum Ende Lügner waren. Nier fragt ihn, ob er ein Held sei, doch Osamu erklärt, dass er nichts so Großartiges sei. Er bemerkt, dass Niers Augen nun so sind, wie sie sein sollten und geht davon, ohne ihn loszubinden. Nier ist natürlich auch überrascht, dass er ihn nicht befreit. Am nächsten Tag sind Annette und die anderen bereit, nach Grün aufzubrechen. Bevor sie losziehen, bemerken sie jedoch, dass Osamu schläfrig aussieht. Annette erinnert sich, dass er letzte Nacht nicht in seinem Zimmer war und fragt ihn, wo er gewesen sei. Sie überlegt, ob er tatsächlich mit einer anderen Frau zusammen war. Osamu erzählt ihr nur, dass er sich gestern Abend gut amüsiert hat, doch als sie weiter nachfragt, zieht er sich in seinen Sarg zurück. Nier kommt hinzu und sagt, dass sie sich auf den Weg machen sollten. Tama ist wütend, ihn zu sehen und fordert ihn auf, ihr Geld zurückzugeben. Doch Nier erklärt, dass er sein Versprechen erfüllt habe und stellt sich als tapferer Krieger vor. Die Szene unterbricht ihre Reise und Osamu hört in
in seinem Kopf die Ankündigung, dass er einen Ort namens Schloss Grün gefunden hat. Immer wenn er diese Stimme hört, möchte er sterben. Neil findet das beunruhigend und erzählt den anderen davon, aber sie ignorieren ihn, da dies mittlerweile ganz normal ist. Tama bittet Neil, ihren Platz beim Schleppen des Sarges einzunehmen. Doch Neil ist nicht sehr glücklich darüber, übernimmt jedoch die Aufgabe. Nach einer Weile kommt die Stadt Grün in Sicht. Sie machen sich auf den Weg zu den Toren und bemerken eine Kontrollstelle vor ihnen. Tama versichert ihnen, dass sie sie durchlassen werden, da sie hier ziemlich berühmt ist. Doch sobald die Wachen sie sehen, umzingeln sie die Gruppe und nehmen sie fest. Die Szene wechselt dann zu ihnen in den Kerkern, wo Annette zu Gott betet und ihn bittet, sie zu retten, aber es nützt nichts. Neil erwähnt, dass sie Tama in eine andere Zelle gebracht haben. Er fragt sich, ob sie wegen ihr gefangen genommen wurden. Dabei denkt er, dass Tama hier ein schreckliches Verbrechen begangen haben könnte und überlegt, ob sie es gewagt hat, die königliche Familie zu bestehlen. Annette verteidigt Tama und betont, dass sie keine diebische Katze ist. Osamu fragt sich, wie Menschen in dieser Welt hingerichtet werden, und er denkt über alle möglichen Hinrichtungsmethoden nach. Neil schlägt vor, dass sie versuchen sollten zu fliehen, auch wenn sie ohne Tama gehen müssten. Er knackt das Schloss der Gefängniszelle, woraufhin Annette anmerkt, dass ein tapferer Krieger eine solche Fähigkeit eigentlich nicht haben sollte. Neil ist deprimiert, als er das hört, und Sensei wird wütend auf ihn, weil er seine Träume von einer Hinrichtung zerstört hat. Als die Wachen den Lärm hören, den sie verursachen, erfahren sie von ihrer Flucht und fesseln sie mit Seilen. Osamu fragt die Wachen, ob sie hingerichtet werden sollen, doch diese halten ihn für einen Widerling, weil er sich über seine eigene Hinrichtung freut. Später werden Osamu und die anderen dem König vorgeführt. Ein Minister namens Briar teilt ihnen mit, dass sie für das Verbrechen, das sie begangen haben, hingerichtet werden sollen. Annette und Neil sind verwirrt und fragen sich, von welchem Verbrechen der Minister spricht. König Sibirian erklärt ihnen, dass sie seine Tochter Matilda entführt haben und dafür sollen sie hingerichtet werden. In diesem Moment betritt Tama den Thronsaal und erzählt ihrem Vater, dass sie nicht entführt wurde. Es wird enthüllt, dass sie die Prinzessin dieser Nation ist. Tama erklärt ihrem Vater, dass sie verschiedene Nationen besucht hat, um ihre Kampfkünste zu verbessern. Sie bittet Annette, dies zu bezeugen. Als Annette erfährt, dass Tama eine Prinzessin ist, schleimt sie sich bei ihr ein und sagt förmlich, dass Tama recht hat. Tama erklärt ihr jedoch, dass sie sie nicht anders behandeln muss und bittet ihren Vater, sie freizulassen. Der König weigert sich und erwähnt, dass er sie nur freilassen wird, wenn sie sich bereit erklärt, seinen Anweisungen zu folgen. Er fordert, dass sie schwören muss, nie wieder eine Dummheit zu begehen und sich so zu verhalten, wie es sich für ein königliches Kind gehört, ganz wie ihre Mutter es tat. Tama gefällt das überhaupt nicht, doch sie denkt an die Sicherheit ihrer Freunde und stimmt den Bedingungen ihres Vaters zu. Sie verabschiedet sich von ihren Freunden, bedankt sich für alles und verlässt den Thronsaal. Sensei und die anderen werden daraufhin befreit. Sie suchen eine Taverne auf, wo Neil sich das Gesicht vollstopft, während er noch mehr Essen bestellt. Osamu hingegen ist deprimiert, weil er seine Hinrichtung nicht miterleben konnte und isst eine Handvoll Giftpillen. Neil erzählt den anderen, dass er überrascht war, als er erfuhr, dass Tama die Prinzessin dieses Landes ist, woraufhin Annette ihm zustimmt. Sie meint, dass sie bisher oft unhöflich zu Tama gewesen sei und hofft, dass sie dafür nicht hingerichtet wird. Sie findet es bemerkenswert, dass man sie trotz ihres schönen Namens Matilda weiterhin Tama nennen soll. Eine Kellnerin namens Fawn fragt sich, ob sie Prinzessin Matilda kennt. Sie stellt sich als die Kellnerin vor, die früher die Prinzessin bedient hat, und fragt, ob sie Freunde der Prinzessin sind. Neil erklärt ihr, dass sie bis gestern zusammen mit Matilda unterwegs waren, doch der König hat sie ins Schloss zurückgeschleppt. Er meint, dass es nicht anders geht, da sie eine Prinzessin ist. Osamu wittert eine interessante Geschichte hinter Tamas Leben und fragt Fawn, ob sie ihnen davon erzählen kann. Er erzählt, dass Tama, als er sie zum ersten Mal traf, von einem Baummonster gefangen war und nun von ihrem Vater im Schloss gefangen gehalten wird. Er findet, dass sie eine faszinierende Frau ist. Annette warnt ihn davor, in Tamas Vergangenheit herumzuschnüffeln, da sie eine Prinzessin ist. Neil fügt hinzu, dass er sie auch nicht so salopp Tama nennen sollte. Sensei entgegnet, dass es ihm egal sei, ob sie eine Prinzessin ist, denn für ihn werde sie immer Tama bleiben. Als Fawn dies hört, erklärt sie sich bereit, ihm von Matildas Vergangenheit zu erzählen. Woanders denkt Tama über die überraschenden Gesichtsausdrücke von Neil und Annette nach, als sie erfuhren, dass sie eine Prinzessin ist. Sie bemerkt, dass Osamu sich weiterhin wie immer benommen hat und fragt sich, was ihre Freunde jetzt gerade tun. Plötzlich sieht sie einen Mann, der auf dem Dach des Thronsaals steht.
Plötzlich stürzt das Dach ein. Der König geht hin, um nachzusehen, was los ist, und bemerkt einen Mann, der auf seinem Thron sitzt. Der Mann freut sich darauf, das Fleisch einer Wehrlingsdame zu kosten, und der König fragt ihn, wer er sei. Er stellt sich als Kaibara vor und erwähnt, dass er einer der 7 Helden ist, die den dunklen Lord besiegt und die Welt gerettet haben. Jetzt sei er als der gefallene Engel der Völlerei bekannt. Der König erkennt, dass er einer der 7 gefallenen Engel ist und fragt sich, was Kaibara hier macht. Kaibara erklärt, dass er hierher gekommen ist, um die ganze Nation zu verzehren. Als der König seine Macht sieht, erkennt er, dass Kaibara sehr begabt ist. Die Soldaten, die den König begleiten, sagen ihm, dass sie Kaibara nicht gewähren lassen werden und versuchen, ihn anzugreifen. Doch Kaibara nutzt seine Fähigkeit, um riesige Reißzähne zu erzeugen, die die Soldaten verschlingen. Kaibara kaut sie daraufhin gründlich durch, aber er mag ihren Geschmack nicht und erklärt, dass er sehr wählerisch ist, was er isst. Er teilt dem König mit, dass er das Fleisch von Frauen bevorzugt und hofft, das zarte Fleisch einer Wehrlingsdame kosten zu können. Den übrigen Soldaten gefällt seine Haltung nicht, aber der König befiehlt ihnen, sich zurückzuhalten, und Briat erkennt, dass der König selbst kämpfen wird. Daraufhin erklärt der König Kaibara, dass er ihn nicht lebend von hier weglassen wird, und bereitet sich auf den Kampf vor. Kaibara ist begeistert, einen Kriegerkönig zu sehen, und versucht, ihn mit seiner Fähigkeit zu verschlingen. Doch der König wehrt die riesigen Reißzähne ab und greift Kaibara mit einer auf Donner basierenden Kampfkunstfertigkeit an. Die Fähigkeit zeigt jedoch keine Wirkung auf Kaibara, was den König überrascht. Kaibara teilt dem König mit, dass diese Fähigkeit einen normalen Menschen getötet hätte, aber sein Körper sei jetzt außerordentlich zäh, weil er neulich einen Haufen Golems gegessen habe. Der König bereitet sich darauf vor, seine ultimative Technik einzusetzen. Briat fragt sich, ob der König Kaibara vernichten will, anstatt ihn gefangen zu nehmen. Der König erklärt, dass ein Bastard wie Kaibara keine Gnade verdient, da er seine Männer getötet habe. Er kündigt an, dass er ihn mit einem einzigen Schlag vernichten wird, und bereitet sich auf den Angriff vor. Doch bevor er das tun kann, erscheint Mathilda. Kaibara ist begeistert, endlich eine schöne Wehrlingsfrau zu sehen. Mathilda erschrickt, als sie ihn sieht, und erkennt, dass er das Monster ist, das sie vorhin bemerkt hat. Sie reißt sich den Rock vom Leib, um sich dem Kampf anzuschließen, doch ihr Vater befiehlt ihr, zurückzubleiben, und sagt ihr, dass sie niemals in der Lage sein wird, Leon zu ersetzen. Zurück in der Taverne erklärt Fawn, dass Mathilda früher einen Zwillingsbruder namens Leon hatte und dass er der Prinz war, der den Thron erben sollte. Alle im Land glaubten, dass mit der gütigen Mathilda und dem tapferen Leon lange Zeit Frieden herrschen würde. Doch vor 10 Jahren brach ein Sturm los und Prinz Leon sowie die Königin starben in einer Höhle auf dem Weg zurück zum Schloss. Der König trauerte sehr über ihren Tod und war lange Zeit niedergeschlagen. Mathilda konnte es nicht ertragen, ihren Vater so unglücklich zu sehen. Eines Tages bat sie ihre Zofe, ihr die Haare zu schneiden, damit sie wie Leon aussehen würde. Sie erklärte, dass sie den Platz ihres Bruders einnehmen und ihren Vater beruhigen wollte. Doch anstatt sich die beiden näher kamen, entstand ein großer Riss zwischen ihnen. Zurück im Schloss erklärt der König seiner Tochter, dass ihre Kampfkünste nutzlos sind, was Mathilda zutiefst beleidigt. Wütend versucht sie, Kaibara anzugreifen, doch dieser verschlingt sie beinahe mit seiner Fähigkeit. Im letzten Moment rettet der König sie, indem er seinen rechten Arm opfert. Kaibara, der dies als eine Art Liebesbeweis interpretiert, fragt sich, ob das die Liebe zwischen Eltern und Kind ist. Gleichzeitig ist er enttäuscht, da der König in diesem Zustand nicht mehr in der Lage ist, seine ultimative Technik anzuwenden. Dann zeigt er Mathilda den Arm ihres Vaters, den er verschlungen hat, was sie in rasende Wut versetzt. Sie versucht erneut, Kaibara anzugreifen, aber Briat schlägt sie bewusstlos und flieht schnell mit ihr. Kaibara ist frustriert, dass sein Essen einfach weggelaufen ist, und entscheidet, das Hauptgericht für später aufzuheben. Er überlegt, wie er den König am besten genießen soll. In der Taverne bedankt sich Annette bei Fawn für die Informationen über Tama. Nir fragt Sensei, was er geschrieben hat, doch bevor er antworten kann, erscheint Briat, der sich freut, Fawn zu sehen. Als sie bemerken, dass er die bewusstlose Mathilda bei sich trägt, beruhigt Briat sie und erklärt, dass sie gerade eine wilde Flucht hinter sich haben. Er berichtet weiter, dass das Schloss Grün von einem bösen Fremden eingenommen wurde, der plötzlich auftauchte. In diesem Moment hören alle einen Knall aus dem Schloss und die Bürger von Grün sehen ihren gefangenen König. Kaibara begrüßt die Bürger und verkündet, dass er ihr neuer König sei. Er beruhigt sie, indem er erklärt, dass er sie nicht unterdrücken wird, sondern lediglich das Fleisch aller Wehrlingsarten, die hier leben, probieren möchte. Sein Interesse gilt insbesondere Frauen und Kindern, während die Männer weiterhin arbeiten dürfen. Als einer der Männer Steine nach ihm wirft, frisst Kaibara ihn auf.
Er erkennt, dass es irreführend war zu sagen, dass er keine Männer frisst und beschließt auch die Männer zu verspeisen, da sie nicht auf ihn hören wollen. Die Halbmenschen versuchen zu fliehen, aber Kaibara teilt ihnen mit, dass es keinen Sinn hat wegzulaufen, da er überall in der Stadt Monster stationiert hat, die einst dem dunklen Lord dienten. Er erwähnt, dass er sie beim Abendessen sehen wird und kehrt ins Schloss zurück. Osamu ist begeistert von dieser Wendung der Geschichte und sieht in Tama eine wahre Heldin der Tragödie. Zuerst von ihrem Vater gefangen genommen, ist sie nun die Prinzessin einer gefallenen Nation. Doch Sensei weiß, dass sie nicht der Typ ist, der diese Tragödie akzeptiert. Er fordert sie in Gedanken auf, ihre Augen zu öffnen und ihm den Rest ihrer Geschichte zu zeigen. Inzwischen träumt Tama von ihrer Mutter, die sie bittet, sich immer an das zu erinnern, was sie ihr gleich erzählen wird. Dann erwacht Tama und findet sich in Thorns Haus wieder. Als sie nach draußen geht, ist sie überrascht, ihre Freunde dort zu sehen. Sie fragt, was passiert ist, und Briar teilt ihr mit, dass Kaibara die königliche Hauptstadt übernommen hat und versucht, die Bürger zu fressen. Wütend will Tama sofort zum Schloss eilen, aber Briar hält sie zurück. Sie drängt darauf, dass man sie gehen lässt. Doch sowohl Briar als auch Thorn halten sie zurück und erklären, dass sie keine Chance habe, da selbst der König von Kaibara besiegt worden sei. Tama erwähnt, dass ihr Vater besiegt wurde, weil er sie beschützt hat, und fügt hinzu, dass es nun ihre Verantwortung ist, diese Nation anstelle ihres Bruders zu verteidigen. Sie betont, dass sie dieses Problem selbst lösen muss. Annette erinnert sich daraufhin an die Tragödie am Kolonipass und erzählt, dass Thorns Geschichte sie daran erinnert hat, wie vor 10 Jahren 2 Mitglieder der königlichen Familie ums Leben kamen. Sie gesteht, dass sie nicht wusste, dass es sich dabei um Tamas Mutter und Bruder handelte, und berichtet, dass die Bürger des Landes in Tränen ausbrachen, als sie von dieser Nachricht erfuhren. Dies zeigt, dass das Königshaus dieser Nation geliebt wird, und wenn das Volk auch noch Tama verliert, wird es jede Hoffnung aufgeben. Sie bittet Tama, die Sache ruhen zu lassen, und erwähnt, dass sie vielleicht nicht gesehen hat, dass sie ein Geheimnis haben, mit dem sie Weltenwechsler besiegen können. Osamu fordert Annette, Nier und Melos auf, sich auf den Weg zum Schloss zu machen, was sie dann auch tun. Als Briar dies sieht, sagt er zu Matilda, dass sie gute Freunde hat. Die Szene wechselt zu Sensei und den anderen, die im Schloss ankommen. Dort begegnen sie 2 Ogern, die das Tor bewachen. Die Oger erklären, dass sie den Befehl haben, jeden zu töten, der ihnen begegnet. Annette versucht alleine gegen sie zu kämpfen, doch Osamu tritt vor und erklärt den Unholden, dass sie hier sind, um gegessen zu werden. Er erläutert, dass ihn die Rede des Königs vorhin sehr bewegt hat und dass er hofft, über den Tod und die Art und Weise, wie er sterben könnte, nachdenkt. Doch sei es ihm nie in den Sinn gekommen, sich zu Tode fressen zu lassen. Daher bittet er die Oger, dem König mitzuteilen, dass jemand, der gefressen werden will, im Schloss angekommen ist. Die Oger denken, dass Osamu eine Art Perversling sein muss, und Osamu ist verärgert, als er sieht, dass sie seinen Tod hinauszögern. Kurz darauf werden Osamu und die anderen wieder in eine Zelle gesperrt, und Annette fleht die Götter an, sie erneut zu retten. Doch nichts geschieht und sie verliert den Glauben an Gott. Sensei beruhigt sie und erwähnt, dass der Tod eine gute Sache sei, aber jetzt nicht die Zeit für ihn sei, zu sterben. Dann fordert er Nier auf, die Zelle zu öffnen. Die Szene schneidet dann zu Briar, der Tama in der Stadt etwas Suppe bringen will, aber bemerkt, dass sie nicht mehr in ihrem Zimmer ist. Zurück im Schloss sehen wir, wie Kaibara im Register nachschaut, wen er als erstes essen soll. Die Oger berichten ihm vom seltsamen Menschen, der gegessen werden will. Allerdings stellt Tama Kaibara zur Rede, nachdem sie die Torwächter verprügelt hat, und Kaibara freut sich, dass seine Mahlzeit von selbst zu ihm gekommen ist. Die Geschichte springt in die Vergangenheit, wo wir Tama sehen, wie sie ihren Vater beim Training ihres Bruders beobachtet. Leon hat Schwierigkeiten mit seinem Training und sein Vater fordert ihn auf, sich zu verbessern, da er der nächste König werden soll. Plötzlich bemerkt der Vater, dass Matilda sie beobachtet, und sie bittet darum, ebenfalls kämpfen zu dürfen. Sie argumentiert, es sei ungerecht, dass nur ihr Bruder trainieren dürfe. Wütend fordert ihr Vater sie auf, sich ihrem Stand entsprechend zu verhalten, ein Kleid anzuziehen und in ihrem Zimmer zu lesen. Widerwillig fügt sie sich, während ihr Vater sich fragt, wie er mit ihr umgehen soll. Danach sehen wir Tamas Mutter La Palma, die sich um ihr Haar kümmert. Sie erwähnt, dass sie gehört habe, Tama habe erneut Ärger mit ihrem Vater gehabt. Tama erklärt, dass sie ihren Vater hasst und ebenfalls Kampfsport lernen möchte. Sie wünscht, sie wäre nicht als Prinzessin geboren worden. Ihre Mutter bittet sie, solche Gedanken nicht zu hegen, und will ihr etwas Wichtiges sagen. Aber bevor sie sprechen kann, kehrt die Geschichte in die Gegenwart zurück. Tamas Vater fragt, warum sie hierher gekommen ist, und Kaibara erklärt, dass er wusste, dass sie zurückkehren würde, wenn er ihren Vater als Köder benutzte. Die Prinzessin schwört, ihn zu besiegen. Kaibara jedoch findet es schade, sie zu früh zu töten, und beschließt, sie vorher
zu seiner Unterhaltung zu nutzen. Er greift sie mit einem Blitzangriff an, der sie in die Luft schleudert. Sie denkt, ihr Vater hätte den Angriff ausgeführt, doch Kaibera erklärt, dass seine Fähigkeit ihm ermöglicht, Kräfte von dem Fleisch zu übernehmen, das er isst, und damit auch die Fähigkeiten dessen, von dem das Fleisch stammt. Er droht, sie mit der Fähigkeit ihres Vaters in Stücke zu reißen und anschließend zu verspeisen. In der Zwischenzeit sehen wir, wie Osamu und die anderen in den Palast schleichen. Annette ist überrascht, als sie erfährt, dass dies Osamus Plan von Anfang an war. Sie dachte, er wolle wirklich gegessen werden, aber Nier stellt klar, dass das niemand möchte. Osamu hingegen ist traurig, dass er nicht die Chance bekommen hat, zu Tode gegessen zu werden. Schließlich erreichen sie einen Raum, den Osamu gezielt aufgesucht hat. Nier ist erstaunt, dass sie unbemerkt geblieben sind, aber Osamu erklärt, dass es hier sicher ist, und sie betreten den Raum. Dort entdecken sie das Zimmer der Königin und Osamu beginnt nach etwas zu suchen. Die anderen warnen ihn, aber er hört nicht auf und stößt auf eine verschlossene Schublade. Er bittet Nier, sie zu öffnen, und dieser setzt seine Fähigkeiten ein, nachdem Osamu ihm auf die Finger geklopft hat. Osamu findet das Tagebuch der Königin und die Szene wechselt in den Thronsaal, wo wir sehen, dass Tama noch immer steht. Kaibara greift sie erneut an und erklärt, dass ihre Kampfkünste wertlos seien. Tama erinnert sich jedoch daran, wie Leon einmal im Wald trainierte, obwohl er nicht gerne kämpfte. Leon gestand ihr, dass sie mehr Talent für den Kampf habe als er, aber gerade deshalb müsse er härter arbeiten, um seine Familie und sein Land zu beschützen. Diese Erinnerung gibt Tama neuen Mut und sie steht auf. Ihr Vater fordert sie auf, aufzugeben, weil Kaibara viel stärker sei, aber sie widerspricht, weil sie weiß, dass Leon niemals aufgegeben hätte. Kaibara findet das amüsant und äußert, dass er temperamentvolles Fleisch wie ihres gerne isst. Er fühlt sich bestätigt, dass all seine vergeblichen Tage in der früheren Welt es wert waren, in diese neue Welt zu kommen. Er erinnert sich daran, wie er in seiner alten Welt ein verwöhntes Kind war, dem seine Eltern alles gaben, was es sich wünschte, doch er fühlte sich mehr wie ein Haustier als ein Sohn. Sein Herz wurde immer leerer, bis er eines Tages das Bedürfnis verspürte, sich lebendig zu fühlen. In einem Anfall stach er eines der Dienstmädchen mit einer Gabel nieder, doch die Butler hinderten ihn daran, weiterzugehen. Dieser Wunsch blieb unerfüllt und er erkannte, dass er nichts weiter als ein gefangenes Tier war. Alle um ihn herum nannten ihn einen Glückspilz, doch er selbst sah das nie so. Eines Tages ließ er seine Wut an einem Obdachlosen aus. Danach wurde er von einem Lastwagen angefahren und in diese Welt transportiert. Kaibara erzählt, dass er auf diese Weise hierher gekommen ist und erwähnt, dass er nun nach Belieben essen kann, was er möchte. Er fordert Tama auf, ihm ihren Geschmack zu offenbaren und versucht sie zu verschlingen, aber Osamu kommt dazwischen. Kaibaras Reißzähne stoppen und er bemerkt, dass sein Instinkt ihm sagt, diesen Mann nicht zu fressen. Er fragt Osamu, wer er sei, und Annette sowie Nier treten hinzu. Annette verkündet, dass Kaibara eine göttliche Strafe erhalten wird und erklärt, dass Osamu die Macht hat, Weltenwechsler aus dieser Welt zu verbannen. Sie fordert Osamu auf, seine Geschichte zu schreiben und Kaibara in seine Welt zurückzuschicken, aber Osamu weigert sich. Er argumentiert, dass ein Mann, der mit seinem eigenen Unglück prahlt, nichts zu schreiben hat, was Kaibara in Rage versetzt. Er zerstört die Umgebung mit einem Blitzangriff und schwört, sie zu töten, bevor er die Wehrlingsprinzessin verspeist. Annette bemerkt, dass Nier bewusstlos ist und Tama gibt sich die Schuld an allem, was passiert ist. Sie denkt, dass all dies nicht geschehen wäre, wenn sie nicht darauf bestanden hätte, zu kämpfen wie ihr Bruder. Sie weint und Osamu tröstet sie. Er gibt ihr ein Buch und sagt, dass er die Geschichte ihr gewidmet hat. Als sie das Buch öffnet, springen die Seiten hervor, als wären sie lebendig geworden. Annette fragt sich, ob Osamus Gabe auch bei normalen Menschen funktioniert, als Kaibara erneut angreift, doch sie verteidigt sich mit ihrem Schild. Osamu erklärt Tama, dass er den Eindruck hat, sie habe ihre Gefühle unterdrückt, weil sie zu nett sei. Er meint, sie sei eine ungeschickte Frau, die an der Vorstellung ihres Vaters von einer idealen Prinzessin festhielt und deshalb Schwierigkeiten hatte. Nach der Familientragödie versuchte sie, die Stimmung ihres Vaters zu heben, indem sie ihren Bruder ersetzte, doch ihr Vater verstand ihre Gefühle nicht, was die Kluft zwischen ihnen vertiefte. Dabei verlor sie ihr wahres Selbst, doch ihre verstorbene Mutter sagte ihr, wer sie sein sollte. Tama erinnert sich daran, dass ihre Mutter ihr sagte, dass ihr Leben ihr gehöre und dass sie es nach ihrem Willen leben solle. Tama antwortete, dass ihr Vater das nie erlauben würde, aber Lapama versprach, ihn zu überzeugen und erklärte, dass sogar ihr Vater möchte, dass sie glücklich ist. Osamu fragt Tama, ob sie als ideale Prinzessin leben möchte, wie ihr Vater es will, oder ob sie als idealer Prinz anstelle ihres Bruders leben will.
Tama ist sich unsicher, was sie wählen soll. Osamu sagt ihr, dass keiner dieser Wege der ihrer sei, denn sie ist Tama und sie solle den Rest ihrer Geschichte selbst schreiben. Durch diese Erkenntnis lösen sich die Ketten, die Tama fesselten, und eine goldene Energie manifestiert sich in ihr. Ihr Vater erkennt, dass sie das Wappen des göttlichen Tieres entfesselt hat, und wir erfahren, dass Tama dieses Wappen zum ersten Mal als Kind manifestierte. Ihr Bruder war damals erstaunt und wollte es ihrem Vater erzählen, aber Tama hielt ihn davon ab, weil sie wusste, dass ihr Vater darüber nicht erfreut sein würde, da er nicht wollte, dass sie Kampfsport betreibt. Wir sehen, dass ihr Vater sie damals belauschte und erkannte, dass er der Grund war, weshalb Tama ihre Fähigkeiten unterdrückte. Er kann kaum glauben, dass er ihre Talente nur deshalb weggesperrt hat, um sie zu schützen, und er sieht seinen Fehler ein. Kaibara zeigt großes Interesse an Tamas neuer Kraft und bemerkt, dass er nun endlich das Fleisch ihres Vaters vollständig verdaut hat. Kaibara protzt. Wäre diese eine Manga- oder Anime-Geschichte, hätte sie nach dem Erwachen ihrer verborgenen Kräfte ein Happy End erlebt. Aber dies ist die Realität und er bleibt ein Raubtier, weshalb das nicht geschehen wird. Osamu ist sich unsicher und Tama versucht, Kaibara mit der Fähigkeit ihres Vaters anzugreifen. Kaibara nutzt dieselbe Fähigkeit, doch Tamas Angriff erweist sich als Täuschung und sie überrascht ihn mit einem Kopfstoß. Diese Chance nutzt sie, um ihn mit der Spezialfähigkeit ihres Vaters, dem King's Fong, zu attackieren und ihn zu Boden zu bringen. Daraufhin fällt sie auch hin, aber der König fängt sie auf. Annette bietet an, ihre Wunden zu heilen, und während sie das tut, lobt sie Tama für ihre Leistung. Anschließend übergibt Osamu dem König das Tagebuch von La Palma, und der König kann kaum glauben, dass Osamu es ohne Erlaubnis gelesen hat. Osamu fragt sich, ob der König ihn erneut zum Tode verurteilen wird, doch der König lässt es auf sich beruhen, da Osamu seine Tochter gerettet hat, indem er sie angeleitet hat und dankt ihm dafür. Osamu erwähnt, dass er gerade ein Buch geschrieben hat, und als Priat eintrifft, stellt er fest, dass Mathildas Wappen erwacht ist. Der König ist beeindruckt von der Leistung seiner Tochter, aber Briat weist darauf hin, dass der Fong ihres Königs noch nicht vollendet ist und Kaibara steht wieder auf. Sein Aussehen hat sich drastisch verändert und er selbst ist überrascht, dass er wiederbelebt wurde. Ihm wird klar, warum dies geschehen ist und er erklärt den Anwesenden, dass er einer der sieben Helden ist, die den dunklen Herrscher besiegt haben. Er berichtet, dass er damals heimlich das Fleisch des dunklen Herrschers gegessen hat und nun spürt, wie die Macht in ihm aufsteigt. Er verkündet, dass er nun endlich das mächtigste Raubtier dieser Welt geworden ist und zum Angriff übergehen will. Doch Valdelia schlägt ihm den Kopf ab. Kaibara erkennt sie als die Tochter des dunklen Herrschers und bemerkt, dass sie im richtigen Moment erscheint. Er erzählt ihr, dass ihr Vater köstlich gewesen sei und dass er zum ersten Mal Freude am Leben verspürte, als er dessen Fleisch aß. Valdelia wird wütend, als sie seine Worte hört und bläst ihn weg. Sie wendet ihren Blick den anderen zu und Osamu begrüßt sie von hinten. Sie fragt sich, wie er noch am Leben sein kann und Osamu erkundigt sich, ob sie sich nun besser fühlt, nachdem sie einen der Männer getötet hat, die ihren Vater getötet haben. Valdelia ist von seiner Frage überrascht und zieht sich schnell zurück, indem sie sagt, dass sie ihn beim nächsten Mal töten wird. Nir ist beeindruckt, dass Osamu einen so mächtigen Gegner so leicht vertreiben konnte und Osamu stellt fest, dass trotz der Rache an Kaibara die Traurigkeit in ihren Augen verblieben ist. Er sagt, dass er eines Tages ihre Geschichte aufschreiben möchte und die Szene wechselt zu den Stadtbewohnern, die nach der Katastrophe mit dem Wiederaufbau beginnen. Nir dankt Osamu und den anderen für die Rettung der Hauptstadt und erfährt, dass die Prinzessin beschlossen hat, in der Hauptstadt zu bleiben, um den König zu unterstützen. Annette sagt, dass sie vermissen werden, aber dies sei die Entscheidung, die sie getroffen hat. Zurück im Schloss fragt der König Tama, was sie in ihrem Zimmer mache. Er merkt an, dass dieses Zimmer nur für damenhafte Prinzessinnen vorgesehen ist und nicht für einen Wildfang wie sie und sagt ihr, dass ihre Freunde die Stadt bereits verlassen haben. Er rät ihr, mit ihnen zu gehen und sagt ihr, dass er nicht so alt sei, um den Schutz eines unerfahrenen Grünschnabels zu benötigen. Er fordert sie auf, zurückzukehren, sobald sie ihre Reise beendet hat und sie versteht dies, zieht sich schnell aus in ihre enge Kleidung um und springt von dem Baum vor dem Fenster und bedankt sich bei ihrem Vater. Sie erwähnt, dass sie eine mächtige Kampfkünstlerin werden wird, wenn sie zurückkehrt und verlässt das Schloss. Briat tritt hinzu und fragt sich, ob dies die einzige Art sei, mit seiner Tochter zu sprechen. Der König ist überzeugt, dass sie dieses Mal seine Gefühle verstanden hat und bittet La Palma und Leon, auf sie aufzupassen. Die Szene wechselt dann zu Nir, der Osamus Sarg schleppt und Osamu bemerkt, dass er im Gegensatz zu Annette kein Talent für die Kunst des Sargschleppens hat. Nir ist verärgert und sagt Osamu, er solle den Sarg dann selbst schleppen. Doch Osamu entgegnet, dass dies nicht nötig sein wird und Tama kehrt zur Gruppe zurück. Alle freuen sich, sie zu sehen und sie schließt sich wieder der Gruppe an.
Unsere Gruppe kommt an einem riesigen Baum an, aber Daseis Gesicht passt nicht zu seiner Begeisterung. Das ist der berühmte Weltenbaum und es heißt, er sei ein heiliger Baum, der über das ganze Land wacht. Angeblich gewährt er jedem, der ihn besucht, Schutz und direkt daneben gibt es ein nettes kleines Dorf. Tama will verzweifelt alles erklären, aber Annette ignoriert sie einfach. Annette schlägt vor, dass sie für eine sichere Reise in das Dorf beten, aber Tama lässt sie dafür bezahlen, dass sie sie ignoriert hat. Dasei fordert die Mädchen auf, sich zu beeilen und seinen Sarg zu schleppen und alle sind schockiert, als sie feststellen, dass sich das ruhige kleine Dorf in ein Casino verwandelt hat. Früher lebten die Dorfbewohner dort ein einfaches Leben im Einklang mit der Natur, aber jetzt sind sie nur noch ein Haufen Leute, die sich aus irgendeinem Grund gegenseitig abstechen. Dasei gehen die Beruhigungstabletten aus, also fragt er sich, ob es in der Nähe gute Bäume gibt, an denen er sich das Leben nehmen kann. Dasei muss gesagt werden, dass er aufhören soll, Kieselsteine vom Boden zu essen, weil die anderen mit dem Bürgermeister sprechen wollen. Der Bürgermeister erzählt, dass vor ein paar Monaten ein paar Weltenwechsler den Weltenbaum besucht haben und nun im Dorf leben. Sie haben das Casino gebaut und das hatte alle möglichen verrückten Weltenwechsler von überall her angezogen. Der Bürgermeister zeigt ihnen ein sterbendes Blatt und erklärt, dass der Weltenbaum seit der Ankunft der Fremden jeden Tag schwächer geworden ist und zu welken begonnen hat. Der Baum ist sichtlich traurig über die Ankunft der Weltenwechsler und so bittet der Bürgermeister unsere Helden um Hilfe. Dasei hat auch eine Bitte und so fragt er den Bürgermeister, ob er seinen Behälter mit Beruhigungspillen füllen kann. In diesem Moment erklärt ein Typ, der ihr Gespräch mitgehört hat, dass er den Baum retten wird. Er ist ein Fremder namens Yamada und unsere Helden nehmen an, dass er auf einen Kampf aus ist. Yamada versichert ihnen, dass er sich von den anderen Weltenwechslern unterscheidet, weil er der Welt wirklich Frieden bringen will. Annette will Yamada helfen, den Weltenbaum zu retten, aber sie bemerkt, dass Dasei schon lange weg ist. Dieser fühlt sich leichtfüßig und er merkt, dass sich seine Haltung verbessert hat. Auch sein Geist und sein Körper sind jetzt wirklich gesund, aber er hasst das. Er sieht eine Höhle, aus der Rauch aufsteigt und vermutet, dass dort eine Menge Unmoral im Spiel ist. Dasei eilt zu der Höhle und stellt fest, dass er recht hatte. Es ist ein ungesunder und korrupter Ort. Dasei fragt, ob er sich ihnen anschließen kann, aber ein Mädchen taucht auf und bietet ihm an, ihn an einen schöneren Ort zu bringen. Es handelt sich um eine Bar, in der das Mädchen meint, Dasei habe zu viel getrunken. Dasei sagt, dass sein Leben unglaublich traurig ist und er deshalb versucht, so lange zu trinken, bis er nicht mehr am Leben ist. Sie erklärt, dass die Menschen, die von den schmerzlindernden Blättern des Weltenbaums süchtig sind, in diese Höhle gehen. Dasei sagt, dass er nicht schlafen kann, wenn er daran denkt, dass sein Körper gesund wird, und das Mädchen bietet ihm an, ihm beim Einschlafen zu helfen. Sie sagt, sie könne das tun, wenn er ihr nur beim Tanzen zuschaue, aber Dasei glaubt ihr nicht. Sie sagt ihm, er solle einfach zusehen und das tut er auch. Das Tanzen beginnt und Dasei sieht sehr genau zu. Es scheint zu funktionieren und Dasei nennt es eine angenehme Nacht. Anderswo gibt Annette schreckliche Schreie von sich, als sie sich fragt, wo Dasei hin ist. Sie ist jedoch entsetzt, als das Mädchen mit dem ohnmächtigen Dasei ankommt. Der Bürgermeister wird wütend, weil er dem Mädchen namens Esche gesagt hat, sie solle nie in sein Haus kommen. Esche wünscht Dasei eine gute Nacht und geht, aber der Bürgermeister nennt ihn eine weitere Person, die ruiniert wurde. Esche ist als Hexe bekannt und sie hat einen schrecklichen Ruf. Sie war die einzige, die mächtig genug war, um die Weltenwechsler zu bekämpfen, als sie das Casino bauten, aber sie hat nicht einmal versucht, sie aufzuhalten. Stattdessen baute sie eine Bar und alle hassen sie dafür, dass sie sich auf die Seite der Weltenwechsler geschlagen hat. Escher hat sich immer von allen ferngehalten, deshalb ist nicht viel über sie bekannt. Jetzt verdient sie ein Vermögen damit, gefallene Weltenwechsler mit Schnaps und Tanz zu bezaubern. Die Dorfbewohner beschimpfen sie als verräterische Hexe und Annette beschließt, dass sie genau wie die Weltenwechsler vor Gericht gestellt werden muss. Der Bürgermeister ist erfreut, dies zu hören und bittet Annette, ihre Stadt zu retten. Am nächsten Tag geht Dasei irgendwo hin, aber Annette erinnert ihn daran, dass der Kampf gegen die Weltenwechsler bald beginnen wird. Dasei sagt, er habe dem nie zugestimmt und wolle nur das Stück, das er in der Bar findet. Annette versucht ihn davon abzuhalten, aber sie erklärt ihm, dass es zu spät sei, weil Dasei von der Hexe verzaubert worden sei. Sie weigert sich, ihn einfach gehen zu lassen, aber Yamada versichert ihr, dass Dasei zur Vernunft kommen wird, wenn sie die Stadt reparieren. In der Bar dankt Dasei Esche dafür, dass er seine Vergangenheit vergessen konnte und dadurch eingeschlafen ist. Esche warnt ihn davor, ihr nahe zu sein, weil sie ihn ruinieren könnte, aber genau das will Dasei ja. Die beiden stoßen an und Esche erklärt die Legende des Weltenbaums. Wenn der Geist des Baums herabsteigt, werden alle schwachen und kranken Menschen gerettet.
Esche schlägt vor, dass Dazai am Baum betet, um seinen Schmerz zu lindern, aber er überrascht sie, indem er ihr offenbart, dass er weiß, dass sie diejenige ist, die gerettet werden möchte. Dazai sagt, dass ihr Tanz voller Traurigkeit war und sie weiß nicht, was sie sagen soll. In diesem Moment kommen ein paar Typen an, um Getränke zu bestellen. Ein Schläger bedroht einen Typen, nachdem er sein ganzes Geld verloren hat und sagt ihm, er solle sein Geld zurückholen oder er werde ihm die Nieren abnehmen. Der Ganove erklärt seinem Boss, dass sie nicht mehr viel mit dem Casino verdienen, weil weniger Leute spielen und fragt, ob sie das Casino verlegen sollten. Der Boss sagt, das sei nicht nötig, denn sie müssten nur die Dorfbewohner von der nahegelegenen Brücke anlocken. Es wird auch ganz einfach sein, denn sie müssen ihnen nur zeigen, wie viel Spaß das Glücksspiel macht und sie von den Blättern des Weltenbaums abhängig machen. Esche erinnert den Boss daran, dass er versprochen hat, die Dorfbewohner nicht zu belästigen und dass nur Weltenwechsler spielen dürfen. Der Boss sagt, dass sich das jetzt nicht mehr vermeiden lässt und erklärt, dass sie mit den zusätzlichen Kunden auch viel mehr Geld verdienen wird. Esche ist das egal und sie erinnert den Boss daran, dass sie ihm eine Menge Schutzgeld gezahlt hat, damit er die Leute auf der anderen Seite der Brücke nicht anrührt. Der Boss ignoriert sie und sagt seinem Handlanger, er soll ein paar Leute von der anderen Seite der Brücke süchtig nach den Blättern machen. Esche versucht ihn aufzuhalten, aber sie wird einfach beiseite geschoben. Dazai sagt, dass Frauen wie sie nicht als Hexen bezeichnet werden sollten, weil sie eigentlich ein Engel ist. Jester und der Boden beben und die Schläger sind schockiert, als sie feststellen, dass ein Teil ihres Casinos zerstört wurde. Yamada sagt den Schlägern, dass es an der Zeit ist, sich der Gerechtigkeit zu stellen und erschließt die Hexe mit ein. Er bereitet sich darauf vor, sie zu bestrafen, aber Dazai kommt an, verärgert darüber, dass Yamada seinen friedlichen Tag ruiniert hat. Dazai kann große Leute wie Yamada nicht ausstehen und Yamada nennt Dazai eine Schande für die anderen Weltenwechsler. Yamada sagt ihm, er solle sich genau überlegen, was er als nächstes tun wolle, aber Dazai setzt sich einfach hin. Er hat noch nie jemanden dafür respektiert, dass er ihn belehrt hat und er ist auch nicht der Typ, der auf einen Dozenten hört. Yamada beschließt ihm zu zeigen, wie rechtschaffenes Verhalten aussieht. Also greift er alle Schläger auf einmal an und seine Urteilskraft bricht kurz darauf aus. Der Kerl ist wirklich stark und so beschließen die Schläger zu fliehen. Esche dankt ihm für die Rettung der Stadt und Yamada ist froh, dass sie zur Vernunft gekommen ist. Die Stadtbewohner feiern Yamada als ihren Helden, aber sie bezeichnen Esche als Verräterin. Sie glauben, dass sie mit den anderen Weltenwechslern zusammengearbeitet hat und fragen sich, wie viel Geld sie mit ihren Taten verdient hat. Yamada versucht darauf hinzuweisen, dass sie sich geändert hat, aber die Leute sagen ihr immer noch, sie solle die Stadt verlassen. Dazai stellt sich vor den wütenden Mob und sagt, dass alle Menschen wertloser Abschaum sind. Sie denken, dass er sich auf die Seite der Hexe stellt, aber Dazai erklärt, dass Esche die einzige war, die für den Schutz der Stadt gekämpft hat. Jede Nacht sorgte sie dafür, dass die Verbrecher zufrieden waren und hielt sie in Schach, damit den Einwohnern der Stadt kein Leid geschah. Ohne sie wären die Verbrecher schon längst über die Dorfbewohner hergefallen. Dazai nennt sie die wahre Retterin der Stadt und beschämt alle, weil sie mit Steinen beworfen haben. Keiner glaubt ihm, also sagt Esche, dass es in Ordnung ist und sie entschuldigt sich bei allen, während sie geht. Alle feiern, dass sie die Hexe erfolgreich aus der Stadt vertrieben haben, aber Yamada ist entsetzt. Dazai wusste die ganze Zeit, was passieren würde, denn er erklärt, dass die Grenze zwischen Rechtschaffenheit und Bösartigkeit fließend ist. Yamada fragt sich, ob es seine Schuld ist, aber Dazai weiß es nicht. Er weiß nur, dass diese Stadt ihren eigenen Beschützer bereitwillig losgelassen hat. Unsere Helden gehen, aber der Bürgermeister hat noch eine Bitte an Yamada. Die Weltenwechsler haben mit dem Verkauf der Blätter des Weltenbaums ein Vermögen gemacht und so haben sie beschlossen, diese Praxis fortzusetzen und die Blätter selbst zu verkaufen. Yamada ist entsetzt darüber, aber der Bürgermeister erklärt ihm, dass der Weltenbaum wiederbelebt werden wird und ihnen noch mehr Segen bringen wird. Der Bürgermeister möchte, dass Yamada der Leibwächter der Stadt wird, damit er wieder für Gerechtigkeit sorgen kann, falls die Hexe und die Weltenwechsler versuchen zurückzukommen. Yamada kann diese dunkle Wendung der Ereignisse nicht fassen und der Bürgermeister bietet ihm 10% des gesamten Gewinns an. Yamada denkt über Dazais Worte nach und fragt sich, was er getan hat. Zurück bei unseren Helden denkt Dazai, dass er nicht anders ist als alle anderen in diesem Dorf. Dazai war nicht in der Lage, Esche zu retten und alle empfinden das Gleiche. In diesem Moment sind alle fassungslos, als der gesamte Weltenbaum verdorrt. Der Bürgermeister ist entsetzt, dass alle seine Pläne zerstört wurden und niemand kann verstehen, was passiert ist. Zurück bei Dazai taucht Esche als völlig andere Lebensform wieder auf und bedankt sich bei Dazai für sein Verständnis. Sie hofft, dass er etwas Frieden im Leben finden kann und verschwindet. Zum Glück für unseren Protagonisten Dazai füllt sich seine Flasche mit Beruhigungstabletten. Er erinnert sich daran, wie sie sagte, dass der Baumgeist, wenn er herabsteigt, den Wunsch des Kranken erfüllen würde und Dazai erkennt, was sie wirklich war. Er findet einen Moment der Ruhe und knabbert an seinen Pillen.
Kurze Zeit später wandert unsere Gruppe durch eine Wüste. Das Sonnenlicht macht Tama zu schaffen, aber da sei hofft, dass die Sonne ihn in einen Ascheklumpen verwandelt. Es ist nichts zu sehen und unsere Gruppe fragt sich, ob es die richtige Idee war, diesen Weg zum nächsten Tempel zu nehmen. Nier erklärt, dass er ein Profi für Wüsten ist, was erklärt, warum er die ganze Zeit über kein Problem mit der Hitze hat. Nier ist schon eine Weile unterwegs, aber er stammt aus dieser Gegend. Er hält sich für einen Wüstenexperten und erteilt den anderen eine Lektion. Zunächst sagt er, dass es tagsüber zu heiß für Monster und Banditen ist und sie daher sicher sein sollten. Das erweist sich jedoch als völlig falsch, als einige Banditen auftauchen. Diese Typen sind Jäger und unsere Gruppe ist in ihr Gebiet eingedrungen. Nier fragt sich, ob es sich bei diesen Typen um Außerirdische handelt, aber Tama ist das egal und bereitet sich auf einen Kampf vor. Annette sagt, da sei er solle sich in seinen Sarg zurückziehen, aber da drin ist es wirklich heiß. Ein Kampf entbrennt und die Mädchen schaffen es, einen der Banditen auszuschalten. Toro ist der Anführer der Banditen und bemerkt, dass Dazai von der Sonne besiegt wurde. Er will ihn angreifen und Nier bereitet sich darauf vor, ihn aufzuhalten. Toro macht sich daraufhin über Nier lustig, weil er offensichtlich noch nie ein Schwert gezogen hat. Aber Nier erklärt, dass er ein tapferer Krieger ist. Toro will, dass Nier ihm zeigt, was er drauf hat, aber er warnt ihn, dass das Ziehen seines Schwertes bedeutet, dass er auch bereit ist zu sterben. Toro plant einen Angriff mit seinem Skorpion, dessen Gift Niers Leben in weniger als einer Stunde schmerzhaft beenden wird. Er ist schockiert, als Dazai wie aus dem Nichts lebendig wird und Dazai sagt ihm, er solle sein Leben schmerzhaft beenden. Toro tut dies, indem er Dazai den Skorpionschwanz direkt in die Brust stößt und sein Motorrad auf Touren bringt, um ihm mehr Gift zu verabreichen. Leider geht das nach hinten los und sein Skorpionzyklus wird zerstört. Das liegt daran, dass das Gift, das bereits durch Dazais Blut fließt, stärker war als das des Skorpions. Nier will Dazai beschützen, als Toro ihn angreifen will, aber er hat immer noch zu viel Angst. In diesem Moment halten alle inne, als sie das Heulen eines Wolfes hören und die Banditen weglaufen. Nier ist wütend auf sich selbst, weil er zu ängstlich war, um zu handeln und entschuldigt sich bei Dazai. Er hält sich selbst für einen Feigling, aber Dazai weist darauf hin, dass niemand jemals als Held beginnt. Man wird erst zum Helden, wenn man verspottet wird. Es ist an der Zeit weiterzugehen und so fragt Tama den tapferen Nier, ob er den Weg zeigen kann. Nier führt sie zu einem nahegelegenen Waisenhaus und alle elternlosen Kinder heißen ihn willkommen. Alle stürzen sich auf ein Festmahl, das Miss Katie zubereitet hat und sie erklärt, dass jemand ihnen Lebensmittel gespendet hat. Sie würde sich gerne bei dieser Person bedanken, aber sie lässt sich nicht blicken. Dazai sagt direkt, dass das Essen nach nichts schmeckt und er gerne etwas mit synthetischen Gewürzen hätte. Miss Katie hat absolut keine Ahnung, was das ist, aber Annette schreibt fleißig mit, was Dazai möchte. Die Kinder weisen schnell darauf hin, dass Nier gesagt hat, er würde erst wiederkommen, wenn er ein Held geworden ist. Nier erwidert, dass er immerhin in einer Gruppe von Helden ist und die Kinder sind erstaunt. Sie wollen diesen Helden unbedingt kennenlernen, sind aber enttäuscht, als sie hören, dass es sich um Dazai handelt. Dieser erklärt daraufhin, dass er gar kein Held ist. Er ist lediglich ein Schriftsteller, aber die Kinder sind irgendwie aufgeregter, weil er ihnen eine Geschichte erzählen will. Dazai beginnt, ihnen eine wirklich deprimierende Geschichte zu erzählen und Miss Katie bittet ihn, damit aufzuhören. In dieser Nacht hören sie wieder das Heulen des Wolfes und Miss Katie erklärt, dass ein hungriger Wolf die Gegend heimsucht. Sie warnt, dass sie drinnen bleiben müssen, wenn sie überleben wollen. Aber wir sehen, dass Dazai einen späten Nachtspaziergang genießt. Dazais Haustier flippt aus und wir sehen, dass etwas gerade einige Monster in der Nähe massakriert hat. Nier wird geweckt, als er von Tama verletzt wird und er erschrickt, als er einen Schatten am Fenster vorbeilaufen sieht. Nier geht mutig nach draußen, um nachzusehen, aber er erschrickt, als er auf einen Dieb stößt. Der Kerl sagt, dass er nichts Verdächtiges tut und Nier merkt, dass er derjenige ist, der das Essen gebracht hat. Dieser Typ hat Spaß daran, Kinder zum Lachen zu bringen, aber er zeigt sich nicht, weil es ihm genügt, heimlich vom Fenster aus zuzusehen. Nier nennt ihn begründeterweise einen Spinner, aber die Absichten des Mannes sind rein. Nier erzählt, wie seine Eltern gestorben sind und offenbar hat sein Vater ihm dieses Schwert hinterlassen. Er ist auf der Reise, um eines Tages ein tapferer Krieger zu werden, der dieses Schwertes würdig ist. Wenn er ein Krieger wird, können die Waisenkinder stolz darauf sein, aus demselben Waisenhaus zu stammen wie er. Dem Mann kommen die Tränen, nachdem er eine so edle Geschichte gehört hat und er versichert Nier, dass seine Eltern im Himmel stolz auf ihn sind. Der Mann hört sich eifrig weitere Geschichten von Nier an und wir sehen, dass Dazai in sein Buch geschrieben hat. Die beiden unterhalten sich bis zum Morgen und Nier lädt den Fremden zum Frühstück ein. Der Mann lehnt jedoch ab, da es ihm genügt, sie aus dem Schatten heraus zu unterstützen. Er ist der Meinung, dass er es nicht verdient hat, in der Gegenwart der Kinder zu sein.
aber Neil fragt ihn, ob sie etwas unternehmen können. Neil lässt sich von dem Mann zu der Oase bringen, die er gefunden hat, und sie verbringen den Vormittag damit, mehr Essen zu sammeln. Zurück im Waisenhaus entkommt Dazai den lästigen Kindern, indem er sich in seinen Sarg zurückzieht. In diesem Moment sind alle schockiert, als wie aus dem Nichts Körbe mit Essen auftauchen. In der Nacht ist Neil erschöpft und Frau Katie enthüllt, dass etwas Schreckliches passiert ist. Neil wacht auf und sie erzählt ihm, dass eines der Waisenkinder entführt wurde. Es sind die Banditen und Toro verlangt, dass der Verantwortliche des Waisenhauses herauskommt, um mit ihm zu sprechen. Die Mädchen sagen allen, sie sollen drinnen bleiben und versprechen, Nathan zu retten. Sie stürmen nach draußen, aber Toro will sich rächen und so beginnen alle sofort zu kämpfen. Neil kann sich immer noch nicht dazu durchringen, etwas zu tun, also erscheint der Fremde von vorhin, um Neil in Sicherheit zu bringen. Neil ist wütend auf sich selbst, weil er nicht in der Lage ist, sich im Angesicht der Gefahr zu bewegen, und er fragt sich, warum er so ein Feigling ist. In diesem Moment beginnt der Fremde Rückblenden zu haben. Er wird sehr ernst und sagt Neil ruhig, dass er sich verstecken soll, während er sich um alles kümmert. Der Fremde offenbart ihm, dass er in seiner alten Welt wegen seiner Beine etwas Wichtiges verloren hat. Neil ist schockiert, als er zu begreifen beginnt, was dieser Mann ist. Der Fremde kann die Vergangenheit nicht reparieren, aber er erklärt, dass er jetzt unglaubliche Kräfte hat. Er beginnt sich zu verwandeln und erklärt, dass er jetzt die Macht hat, böse Menschen zu töten, die einen freundlichen Jungen wie Neil traurig machen würden. Neil ist fassungslos, als der Fremde sich in einen Wolf verwandelt, und wir sehen, dass Dazai zuschaut. Der Fremde randaliert und reißt die Banditen in Stücke. Toro versucht zu fliehen, aber der Fremde ist zu schnell. Er denkt darüber nach, dass die Leute, die ihm etwas Teures weggenommen haben, genau wie diese schrecklichen Banditen waren. Der Wolf bereitet sich darauf vor, Toros Leben zu beenden, und Dazai sieht erwartungsvoll zu. Neil erinnert sich daran, wie der Fremde sich wünschte, er könnte so gut sein wie Neil, und Neil beginnt zu weinen. Schließlich findet er den Mut in sich selbst, zieht sein Schwert und stoppt den randalierenden Fremden. Neil erinnert ihn daran, dass er nie wieder der freundliche Mensch sein wird, der er einmal war, wenn er den Banditen ausschaltet. Der Fremde verfolgt den Banditen weiter, aber Neil hält ihn auf Schritt und tritt davon ab. Der wütende Wolf greift nun stattdessen Neil an, und alle sind entsetzt, als Neil beschließt, sein Schwert fallen zu lassen. Er bewegt sich keinen Zentimeter, und der Wolf stoppt erstaunlicherweise seinen Angriff. Die Verwandlung wird rückgängig gemacht, und der Mann kommt wieder zur Vernunft. Danach erklärt der Fremde, dass er genauso war wie Neil. Er hat seine Eltern verloren, als er noch klein war, und lebte ein einsames Leben. Eines Tages reichte ihm ein Junge die Hand, um ihm zu helfen, und es war das erste Mal, dass der Fremde Freundlichkeit von einem anderen Menschen erfuhr. Leider währte das Glück nicht lange. Eines Tages wurde der Junge verprügelt, und der Fremde hatte zu viel Angst, um ihm zu helfen. Stattdessen beschloss er, wegzulaufen bzw. wegzufahren, und wurde schließlich von Truckoon zu Fall gebracht. Er hat diesen Tag nie vergessen können und gibt seinen Beinen die Schuld daran, dass er seinen Freund im Stich lassen musste. In diesem Moment weist Dazai ihn ganz direkt darauf hin, dass er sich nur an Dinge erinnert, um sich besser zu fühlen. Seine Beine sind nicht schuld an dem, was passiert ist. Es war sein schwaches Herz. Neil bittet Dazai damit aufzuhören, weil er weiß, wie der Fremde sich fühlt. Neil selbst läuft immer weg und lügt, weil er auch ein Feigling ist. Er verspricht jedoch, das nächste Mal sein Bestes zu geben, damit er sich nicht selbst verliert. Neil bittet Dazai, ihm keine Vorwürfe zu machen, und der Fremde dankt dem Jungen. Er erklärt, dass Neil viel mutiger ist, als er denkt, denn Neil hat sein Leben riskiert, um ihn aufzuhalten, als er randaliert hat. Er gibt zu, dass er ein Feigling voller Ausreden ist, aber Neil ist wirklich ein tapferer Kämpfer. In diesem Moment sind alle schockiert, als Dazais Kraft aktiviert wird. Dazai stimmt zu, dass der Mann ein Feigling ist, aber er ist auch viel freundlicher als die meisten. Trotz seiner Feigheit bedrohte der Mann tagsüber Bösewichte und besiegte nachts Monster in der Gegend. Die meisten anderen Machtträger wurden von ihren neu gewonnenen Kräften korrumpiert, aber dieser Mann entschied sich, anderen mit seiner Macht zu helfen. Dazai dankt Neil, weil er ihm gerade beigebracht hat, dass es seine Arroganz war, die den Fremden als Versager darstellte. Dazai reißt eine Seite aus seinem Buch, und die Kinder können dem Fremden endlich für alles danken, was er für sie getan hat. Der Mann sagt, er sei froh, alle kennengelernt zu haben, und wird wegteleportiert. Dazai kann sich nicht sicher sein, wohin er gegangen ist, also bedankt sich Neil einfach bei dem Fremden und verabschiedet sich. Der Fremde taucht daraufhin in seiner alten Welt wieder auf, und sein Freund hilft ihm auf. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Die besten und aktuellsten Anime-Zusammenfassungen auf Deutsch findest du nur hier, also abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen. Ansonsten war es das erstmal von meiner Seite, und in diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschö.